Vorher war es ja so, die Hasen sind dann einfach irgendwann gestorben und das ist dann verdorben. Aber so mache ich halt auf und selbst wenn die halt so kurz vorm Verrecken waren oder schon verreckt sind, sind sie halt immer noch, also werden sie ja einfach direkt Fleisch. Als hätte ich gerade einen frischen Hasen zu Fleisch verarbeitet. Ja, gut. Ist schon echt geil. Also das haben sie auf jeden Fall irgendwann geupdatet. Ich gehe mal Und vorher war es das. wirklich so, dass du eine Falle gefunden hast und dann war da einfach nur verdorben daneben. Das ist jetzt halt nicht mehr. Okay. Also ich bringe auf jeden Fall viel zu essen mit. Ich habe jetzt schon 12. Oh, sehr gut. Ich habe jetzt die letzten Meatballs geklaut und werde aber gleich noch nach diesem Forest Turf nochmal gucken, dass ich die Hütte wieder aufbaue. Hey. Diesen blöden Hammer in Forest der Hand. Turf. Was war denn Forest Turf? Dieses Ach, der dunklere. Boden. Ja, genau. Aha, ja, okay. Nee. Ich habe das gerade irgendwie mit Tufts verwechselt. Tufte. Nee, ist ja auch quasi Tuft. Nein, das ist Turf. Muss ja einfach in der Nähe. Ja, ich glaube schon. Ach nee, war das überhaupt Forest? Ich bin gerade gar nicht so sicher. Doch, doch. Doch, Ah, doch, alles gut. solltest du vielleicht nachgucken? Ich habe ja die anderen beiden Dinger noch dabei und dann reicht das genau. Bleiben. Ach, spoilet. Ach nee, die lasse ich da gleich liegen. Liegt auch schon wieder ein Toter. Ich verstehe gar nicht warum. Ich bin ja auch irgendwo gestorben. Ah nee, du bist ja. Naja, schon gut. Bin ich. Ja. Doch, kann auch sein, dass es auch dein Toter war. Je nachdem, in welche Richtung du gerade Ja, gelaufen doch. bist, ja. Deine Rest. Oh Naja. nein, die Pineapples sind schon so winzig. Jupp. Kam noch eine Ja, raus, die naja. ganzen Dinge verdorren. Tod und Verderben überall. Ich glaube, ich habe Deswegen noch hasse ich den irgendwo Sommer. ein Poop-Bucket gemacht. Aber bringt es jetzt auch nicht so viel weiter, oder? Ich glaube, ich habe den an den Feldern schon wieder verbraucht, Ja, also und ich naja. eben, also wenn, dann würde ich das auch auf die Felder setzen, weil die, ich glaube, die Pflanzen, sobald du Verwildern sofort, die die, kann man nicht mehr hochziehen. genau deswegen. Selbst wenn beim nächsten Mal, wenn du es erntest, ist es von daher, pff, war schon. So, die Hütte ist wieder da. Und ihr wird warm. Na, perfekt, dass ich fast zu Hause bin. Nicht so perfekt, dass ich keine Health habe. Ja, es geht nicht Feuer, anders. Feuer, 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 Feuer. Gott, dann schlafe ich auf jeden Fall in der nächsten Nacht. Willst du kochen? Ja, kann ich ja dann machen. Sehr gut. Ist ja auch gleich soweit. Ich muss nur. Ich glaube, einmal Meatball, einmal Fleisch reicht ja für Meatball. Ich hatte nur zwei. Tja, ich mache jetzt einmal. Okay, können wir Dann probieren. esse ich das und dann gehe ich schlafen. Oh, 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 oh. Gute Arbeit. Unsere Dingens hat gebrannt. Und was habe ich? Das brennt immer noch. Oh, oh, mach mal. Nee, das ist. Oder? Okay, Ich habe eine gut. Hose. Ha! Das, was ich wollte. Willst du die haben? Nee, ist Nee, kann ich okay. dir gar nicht geben, Geht ne? gar nicht, nee. Kann ich die essen oder brauchst du die jetzt noch? Warte, Die die brauche ich. Meatballs? Gib sie mir. Ich habe Hunger. Ich fütter dich einfach. Danke. Jetzt gehe ich schlafen. So, und hat sie das ganze Zeug reingemacht? So, wir de-inquippen erstmal den Hammer. Glaube, ich habe den. Bevor wir dasselbe machen wie Anni. Pot zu weit weggestellt vom Kühlschrank, das ist ein bisschen, naja, unpraktisch. Ich glaube, darüber habe ich mich auch schon. Oh, kannst du hier bitte ein Feuer anmachen? Ganz schnell. Bei mir. Anni? Feuer, wo ist Feuer? Ich sehe es nicht. Warte, da ist es wieder. Bei mir bitte auch. Danke. Mir reicht schon. Ich muss auch hier kochen eigentlich. Oh, wie geil. Ach, geht's dir Also auch nicht ich so bin's gut? nicht. Nee, ich bin bei Ey. 144. 173. Verdammt. Okay, es ist meine Tür. Anni, da ist noch eine. Das sind die gleichen, die gerade auch schon da waren. Oh nein, mir wird warm. Shit. Tja, blöd gelaufen. Mach mal das Feuer aus. Nein, kann ich gar nicht. Ich weiß. Außerdem wird das ja schon kleiner. Ach so, jetzt habe ich hier gar nichts mehr zum Das Kocheln. steigt immer noch schneller als es sinkt. Bleibe ich hier drin? Wir brauchen Beeren und sowas zum Kochen halt. Oder wir müssen halt nur Moseln machen. Ja, zur Not.
Weil Bären findest du momentan nicht. Mehr Fleisch. So, ich bin hier immer noch am Umräumen von meinem ganzen Equipment. Mein Speer, er ist so schwer. So, die doch da. Dann. Ich verbrenne quasi schon, aber es steigt halt, also es geht nicht runter. Gott sei Dank ist das Haus so stabil. Bleib doch hier drin, bis mein Mind, oder naja, bis Tag wird. Also ich glaube, das Haus ist einfach auch nur nicht anders als ein normales Set, oder? Es sieht nur hübscher aus. Ja, im Prinzip ja, wahrscheinlich. Oh, und jetzt wird mir kalt. What the fuck? Willst du mal was drauflegen? Ja. Also, ja, ich bin Nein. Schon. Kannst du dich dann direkt aus dem Pott bedienen? Ja, danke. Dann gehe ich nochmal nach den Fallen gucken, obwohl wir brauchen bestimmt noch ein paar neue war. Ah, schon besser. So, was sagt denn der Keller? Was haben wir denn noch da? Nehmen wir nochmal Twix mit zum Essen. Oh, und nicht so schwer. Wie warm ist? Ja, aber es geht eigentlich inzwischen. Also mein Dingens hat sich schon... Ah, jetzt ist okay. Okay. Sehr gut. So, ich muss auch die nächste Nacht nochmal ins Zelt. Meine Herz ist ja auch bei 17. Oh ja, das ist hart. So. Ich gehe... Wo gehe ich denn jetzt nächstes? Ah, es gibt einen Düsterwald. Es gibt den Sumpf. Was ist der Sumpf? Puppen. Die kann man immer gebrauchen. Aber echt. Die haben gerade die eine Blume kaputt gemacht, die hier alles... Achso, nee. Oh, geil. Das ist natürlich natural richtig geil. Hier oben ist eine Herde mit Beefalos. Und die fleischfressende Pflanze ist hier oben. Oh, geil. Und die lasse ich hier jetzt auch noch ein bisschen machen, weil die wird natürlich am Ende dann voll sein mit Beefalo-Fleisch und auch anderen Sachen. Ja, auf jeden Fall. Die sind da ordentlich am Kämpfen. Ich beobachte das einfach noch eine Weile. Also die sind genau richtig mittendrin da. Es ist schön. Es sei denn, das sind so viele, dass sie die nicht dazu kommen lassen, dass sie die frisst. Könnte auch sein. Jetzt muss ich natürlich gucken, wo sie hier die ganzen Fallen schon weggemacht hat. Ist nochmal neue hingesetzt eigentlich, oder sind noch viele da? Da viele weg. Was? A Tremor? Okay, warum wackelt hier die Erde? Oh oh. Terrorological Waves? Da kann es sein, dass irgendwas... Direkt hinter mir? Was? Au! Okay. Du bist in irgendein Loch gefallen? Ja, hinter mir her kamen irgendwie wie so Schritte oder sowas. Oh oh. Krass. Warte mal, wie hießen die? Tremors oder so? Ja, Tremor kam jetzt irgendwie so ein Laut und du hast immer von unten gesehen, dass die Erde sich bewegt hatte und ich bin halt immer gerannt und die ist hinter mir her. Horrorfilm, der irgendwie Tremor hieß und ich glaube, das kann doch einfach unterirdisch irgendein Monster gewesen sein jetzt. Na, deswegen bestimmt irgendwelche ekligen Würmer. Oh Gott. Na geil. Das war jetzt genau da oben bei den Hasen. Neben der Falle. Ja, fantastisch. Also ich hoffe, dass ich da jetzt nochmal hingehen kann, ohne dass ich dabei sterbe, aber naja. Was andere bleibt mir. Ah, hier waren die Hunde. Ich hoffe, die sind hier nicht mehr. Okay, mein Mind ist wieder im Boden. Ich nehme das Basar mit. Ein bisschen den Magen füllen. Das Monster-Meat, das nehme ich auch. Ah, ich habe nichts mehr zu tragen. Okay, mal gucken, ob ich nicht wieder drauf gehe. Aber es ist jetzt zum Glück gleich um die Ecke. Also die Hunde wurden wahrscheinlich wirklich von den Bienen ausgelöscht. Finde ich super. Kann ich nur befürworten. Zisch. Na, wem wird hier ein bisschen warm? Ich dachte doch gleich um die Ecke. Na komm, jetzt schnell hier durchsuchen. Ach, in dem Loch kann man sich auch kaum bewegen.
Wie jetzt? Der läuft mal ganz, ganz langsam. Okay. Wie so Sumpf quasi. Oder Treibsand. Ja, Treibsand genau. Na gut, jetzt habe ich Chester zurückgelassen, egal. Na toll, ich sterbe gleich wieder. An Hitze. Super. Gut gemacht. Und das war's. Oh. Ja, okay. Ach, Anni. Muss mal gucken, weil ich habe ja, also da wir ja jetzt nicht so richtig spielen, haben wir eher nur eine Liste, wo wir immer schon Striche machen. Ich weiß nicht, wie war das bei dem Kampf nochmal aus? Ich habe keine Ahnung, wir haben die Skelette schon weggemacht. War, als Skelette zählen ich bin, können. Bin ich zweimal gestorben? Zehnmal gestorben, zähle nicht. Nee, so oft nicht. Na gut, ich glaube sogar dreimal. Dreimal war. So, da bin ich wieder. Ich nehme meinen Stein kurz in den Kühlschrank. Warte, bis er kalt ist und leg mich dann noch ins Haus. Nein, nicht! Jetzt essen! Na, egal. Na, toll. Und verschwende noch unser Essen, aber das ist egal. Das ist egal. So, kannst du mir dann noch ein Feuerchen machen? Damit dir richtig schön warm wird da drin, ja. Ja, zwei Dinger reichen ja. Also, noch eins. Bitte. Ja, Gott, nochmal. Ja, also selbst wenn dir warm wird, bleib einfach drin, weil es steigt auf jeden Fall schneller, als es sinkt. Okay. Ich habe jetzt auch nochmal einen Stein mitgenommen, extra gewartet, bis es jetzt kalt ist und okay. Hoffe, dass ich nicht völlig meinen geistigen Zustand verliere. Ganz schön gewagt. So, ich koche dann einfach mal die ganze Das bin ich. Ja, das dachte ich mir. Na, passt schon. Na, das werden doch bestimmt Nuggets. So lange, wie das dauert. Oh, was anderes Neues werden. Na, ich habe Honig mit reingepackt. Deswegen nehme ich an, so, ja. Nuggets werden. Ich habe uns jetzt mal beiden drei Striche gegeben für das Sterben, oder? Ja, das ist okay. Hm. Honeycomb. Ich sehe so fancy aus, ey. Ich würde dir ja die Hose geben, aber geht nicht. Ach, ich gehe gleich in die Wardrobe. Vielleicht gibt es die ja doch, wenn du die ja nicht anhast. Vielleicht geht das ja. Das glaube ich nämlich nicht. Aber hoff ruhig weiter. Ich finde es auch interessant. Wie ja der fette Pfeil beim Leben dann richtig schön nach unten zeigt, weil ihm ja zu heiß ist. Ja, aber du hast recht, es steigt. Nach oben. Ja. Das ist echt ein gutes Haus. Ja. So, aber Blumen haben wir ja gar keine mehr, wa? Jep. Also bringt das auch nichts. Also irgendwas. Achso, nee, du bist ja dann voll geheilt. Naja, schon gut. Schmetterlinge jagen oder was? Weil, naja, links, direkt links von uns ist ja. Sind ja Bienen und alles. Hm, das sieht doch viel besser aus. Das ist ein fetter Schinken mit Honig. Honey Ham, ja. Oh, geil. Jetzt friere ich auch noch ein. Okay. So, dann mache ich mal die gleiche Kombi wie eben. Also, das sind. Ja, das ist wahrscheinlich Fleisch. Dreimal Fleisch. Beziehungsweise ich habe zweimal Froschbeine. Einmal Fleisch und einmal Honig reingepackt. Okay. Und dadurch kam der Honeyham. Froschbeine kann man auch statt Fleisch verwenden. Deswegen, ich nehme an, dreimal Fleisch und einmal Honig macht halt diesen Honeyham. Ja. Oh. Schon cool. So, noch verlasse ich das Häuschen nicht. 10%. Man kann auch tagsüber drin. Solange bis du rausgehst. Sehr geil. Das wusste ich gar nicht. Zum Glück habe ich vorher ordentlich gegessen, ne? Ja. Ah, nee, okay. Oh nein. Oh nein. Na. Geh aus. Alles gut. Alles gut. Alles gut. Oh. So. Jetzt ist mir wieder heiß. Ich komme raus. Ich bin drin, mir ist kalt, ich komme raus, mir ist heiß. Ach. Genau, weil der Screen splittert dann ja so komisch, ne? Mhm. Ich hatte auch nicht. Ah, mir geht's wieder gut. Mensch, willst du mal kurz mitkommen zu den komischen
Hasen dir das dann mit angucken? Warte. Ich will nur noch kurz was essen. Also das Essen mitnehmen, eher gesagt. Och, koch doch schneller. Haben wir denn was? Ich hab gleich noch. Die Nuggets nehme ich mir mit. So ein kleiner gieriger Lump. Oh, ich bin Feuer aus. Nee, hier brennt alles. Ich gehe einfach weiter. Es ist egal. Solange unser Lager nicht brennt. Wir haben ja zum Glück eine Steinwall und dann ja. So, ich folge dir jetzt einfach. Ja. Pass auf, verbrenne ich nicht. Ja, hier brennt tatsächlich alles. Okay. Naja, egal. So langsam unsere Bude abbrennt, wenn wir zurückkommen. Exakt. Show must go on. Aber das war auch irgendwie so plötzlich gewesen. Ich konnte damit auch absolut nicht umgehen. Das war so, ich werde mal ganz kurz stehen. Tja, blöde Idee. Oh. So. Aber es geht noch weiter. Ich bin jetzt danke für dein Loot. Helf mal! Wie krass. Burning. Ach, siehst du, da fällt mir auf. Mein Loot ist ja gar nicht mehr da. Achso, ich guck mal ganz kurz auch noch nach den Bifidus. Die waren hier oben links. Ich nehme deine Überreste mit. Ja, danke. Oh. Was denn? Ah, nee, doch, die kämpfen. Ich dachte schon, die wären jetzt tot. Aber okay, gut. Dann lassen wir die noch ein bisschen machen. Okay. Kommen wir dann wieder, wenn ich meinen Speer und alles habe und vielleicht am nächsten Tag. Und mal gucken, dass wir die Pflanze zerstören und gucken, was drin ist. Huh. Ja. Einfach nur nach rechts. Ach, meine Bluse macht mich so hübsch. Oh, das da. Ja. Wow. Jo. Darf ich da einfach drauf gehen? Ja, siehst du ja dann, wie es dann funktioniert. Krass. Ich glaube, Tremors hieß der komische Film, den ich meinte, aber ich glaube, das ist was anderes. Oh, wie vorsichtig hier denn da rüberläuft. So. Ich habe mein Leben quasi wieder zurück. Hast du deine Überreste? Ja, habe ich. Alles gut. Habe ich in der Tasche. Direkt. Da ist deine Überreste in der Tasche. Schön. So, jetzt muss ich den Hasen droppen. Ich glaube nicht. Ich esse da den Hasen. Und schon wieder so voll. Ja, ich gehe wieder. Bevor es mir hier zu heiß wird oder so. Na, ich muss auch gleich wieder zurück. Sterbe ich wieder. Ja, ganz genau. Ich muss mir dann zur Sicherheit schon mal einen neuen Thermalstone machen. Nee, da sind schon zwei innerdings im Keller. Oh, perfekt. Ach, ich stelle die immer dahinter. Ach, naja, egal. Meine Sache. Moins. Ach gut, meint. Abgefackelt ist. Weshalb bleiben jetzt die Löcher hier im Boden? Ich nehme mal an. Also, ich bin mir nicht sicher, vielleicht, aber ich... Wenn es irgendwann regnet, nimmt sich das vielleicht wieder. Okay. Aber sonst so. Ja, unterirdisch hat sich auch irgendwas verändert, aber da habe ich nicht mehr aufgepasst. Kann sein, dass da auch wirklich jetzt ein neues Monster unterirdisch war und das vielleicht sogar das neue war. Kann auch sein. Da. Das ist so krass. Ja. Wir haben auch noch ein Problem, wenn wir wirklich Babyhunde wollen. Ich glaube, wir haben nämlich die Hounds ausgeschaltet. Also, dass man die nicht so begegnen kann oben in der Wüste. Aber es gibt auch andere Babytiere noch. Wohl. Aber dennoch. Also du kochst dir, ich gebe dir mal das Fleisch oder pack es rein. Nein, okay. Ich habe fertig gekocht. Ist einfach so den Hammer fallen. Ist meine ganze Ordnung ruiniert. Wunderschön. Sieht so niedlich aus. So, das Pupu machen wir noch hier rein. Tja, was machen wir jetzt als nächstes? Ach, ja, ich denke, ich hole mir die Pflanze dann. Ah, ach ja. Komm ich mit? Es geht ja schnell. Kannst du aber gerne begleiten. Ja, warum nicht? Ich nehme mich hier hin, ist voll schön. Noch 20 Holz, na gut.
Ja, Holz müssten wir auch wieder. So, was habe ich denn? Speer hier. Ach so, wegen Loxhut, ne? Ah, geht zur Not. Jetzt mal ein bisschen Uff hier räumt hier. La la la, die Nacht ist so schwarz. Mimimi. So. Wird gleich dunkel hier. Ich gehe. Es hätte doch jetzt aber auch noch gereicht, dass kommen ist. Es ist erst mal die Hälfte der Nacht rum. Nicht hart am Limit oder so. Nein. Okay. Bin nicht Leben am Limit. Oh, ey. Warum ist die Nacht überhaupt so lang? Ach, die Nächte sind kürzer. Naja, der Nachmittag ist kürzer auf jeden Fall. Ist nicht okay. Nacht müsste auch kürzer sein. Obwohl, immerhin haben wir Halbmond. Das heißt, dauert nicht mehr so lange bis zum Vollmond. Weil ich glaube, wir haben bei Neumond jetzt angefangen zu spielen. Kann sein. Ziemlich sicher. Ziemlich sicher. Ringe, Ringe, Reihe. Na komm, so bei Tag. Bin dezent ungeduldig. Weißt du? So, los. Ich hab mich Los. angeklickt. Wie? Fass mich nicht an. Oh, ich hab ein Bart. Och, nö. Ja, und sich werden über mich lustig machen, ne? Ah, ist nicht okay. Ja, ich glaube, ich habe auch meine Handschuhe an, oder? Was? Ja, stimmt. Hm. Aber ich glaube, das hat keine Auswirkungen auf ins So, ich immer noch auf. meinen Locksuit anziehen, einfach so für Dakar. Ich hoffe nur, die Rucksäcke können nicht abfackeln oder so. Ja, ich hab das Ding auch. Wo ist sie hier? Tiger. Can do it. Leafy Meat, toter Vogel. Und, Toll. naja, hat sie ja nicht möglich, ich pack die wieder hin. Na gut, ich gehe Holz machen. War jetzt nicht so spannend. Ja, ich werde auch noch mal die Hasen kontrollieren, aber Sehr gut. ich glaube, viel mehr war da auch nicht. Ah doch, schön. Also mein Rucksack, mein Rucksack, mein Rucksack. Ja. Wie gesagt, Yay. ich hoffe, der kann nicht abfackeln. Ist irgendwann nicht schön. Haben wir Platz. Und dann haben wir Chester mit dabei. Hey. Das Fleisch sollte man am besten nicht essen, aber nein. Und da fängt der nächste Baum an. Okay, Mr. Frosch. Sie haben das nicht anders gewollt. Selbst schuld. Ich glaube, das war der letzte, der von dem Frosch noch übrig war. Naja. Irgendwie so viele Stöcker und so viele Dings dabei, aber na gut. Mal ja eigentlich für die Traps, aber ich dachte, die wären schon da kaputt hier. Oh ja, und das nächste hier fackelt. Ist das nicht herrlich? Na gut, dass wenigstens die Traps nicht anfangen zu brennen. Boah, na, das wär's noch, ey. Da ist tatsächlich mal einer Dann hätten wir verschwunden. echt ein Problem, weil wir sind natürlich nicht rund um die Uhr da und beobachten die, ne? Kommst du so hin, so, oh, ich hab voll Hunger, wir brauchen unbedingt Futter. Alles abgefackelt. Die wieder hinpacken. Und fliegt denn lieber so halb daneben? Gewusst wie. Na komm, warum mache ich noch eine? Ich würde doch einfach gern losziehen und mir irgendwas angucken. Ich habe halt ein bisschen Angst im Sommer. Ja, muss man wirklich auf den Herbst warten. Im Herbst regnet es wieder überall. Ist auch nicht geil. Na, das ist im Frühling viel schlimmer. Echt? Ja, Herbst war, glaube ich, optimal. Winter. Haha.
Also auf jeden Fall halt, wenn man normale Feuer wieder bauen kann. Indem man gleichzeitig kochen kann. Das ist halt das, was mich am meisten nervt. Du musst halt ein normales Feuer machen zum Kochen unterwegs. Oder dir halt genug mitnehmen zum Essen. Und wir müssen noch gucken, dass wir dann nochmal Holz sammeln ordentlich. Ja. Das denkst du, warst du hier die ganze Zeit nachher. Holz sammeln? Ja. Sehr gut. Also mein Stale Leafy Meat packe ich so gleich einfach nur direkt über das Feuer. Ja, besser so. Ach, dieses Ekelzeug, ey. Die Kinder essen. Hier ist doch eh gleich verrottet. Echt, ey. Lalala. Ach, machst du gut hier. Ich kann bei dir gleich helfen, ne? Erstmal was essen. Sie ja wieder alles ausschaufeln oder wie? Das kann ich auch selber machen. Ach. Ich werde erstmal eine Schaufel machen. Genau das. Zack, habe ich eine. Nüscht machst du. Ach, ich alles doch selber hier. Brauch dich nicht. Bin selbstständig. Ich hab einen Rock an. Ich esse mal das. Ach nee, ich esse es lieber nicht. Ich weiß nicht, wie das jetzt braucht. Kannst du den Helm? Ja, ich lasse ihn lieber liegen. Ich mache mir schlechte Zeiten. Mein Leafy Steak. Ganz vegan. Wie? Was? Ja. Moment. Nicht mal aus Pflanze. Stimmt, das ist ja eigentlich nur eine Pflanze. Stimmt schon mal. Verrückt. Nee, das ist ja eine fleischfressende Pflanze. Ich würde sagen, das ist was ganz Besonderes. Wenn man eine fleischfressende Pflanze isst, ist das dann vegetarisch? Bist ja auch nicht ganz so alleine. Nee. Ich dachte, ich hätte alle Frösche getötet, aber offensichtlich nicht. Die kommen ja auch immer wieder. Das ist ja furchtbar, ey. Das ist abgebrannt. Aua, heiß. Ja, das, da ist einiges abgefackelt eben. Ach, ich hab gar keinen Dings mehr. Oh. Immer gut, dass Mama schon zu Hause so ein Feuer angemacht hat, ne? Mama kann immer alles so gut. Exakt. Puff. Hier ist ein Storch. So, meinen brauche ich aber auch mal noch. Hä? 63%? Ach, ich nehme ihn einfach. Nee. Okay. Na toll, jetzt gleich wieder Nacht und ich kann wieder nichts machen hier. Kann ich mir die nicht noch roasten? Nee. Ach doch, die ist schon geroastet. Ey, Mensch. Dam, dam, dam. So. Meatballs mit. Schick. Und schon wieder essen. Ja. Oh, ist ja furchtbar, ey. Ich ignoriere die ganze Zeit mal die ganzen Leute hier. Hallo übrigens. Ne? Hätte nicht meinen Mod, ey. Entweder Leute da? Sind überhaupt Leute da? Mein Gott. Ja, natürlich. Mein Gott. Ich habe die ganze Zeit versucht, mich hier nebenbei bei Twitch nochmal einzuloggen auf meinem Handy, damit ich halt das alles überwache, aber ich komme nicht von meinem Passwort. Ich sag dir, zweiter Monitor. Nee, für ein Kabel. Für sowas auch echt geil. Ich weiß gar nicht, wo wir den hingestellt haben. Ah doch, ich bin drin! Na, endlich. So, nur mal richtig schreiben. Kann man immer in der Nacht machen, deswegen muss ich jetzt nochmal ein bisschen warten hier. So. Nur alles finden. Ist halt sehr schwer, sich umzustellen. Schreiben, lesen können. Ist halt sehr gewöhnungsbedürftig, sich von dem, weiß ich, PS4-Stream auf anderes umzustellen. Stimmt. War ja was. So, ja. Wir haben wieder 60 Loks im Keller. Gute Arbeit, hätte ich dich nicht. Ja, was würdest du ohne mich machen? Ey. Hast du mir gerade Verrottetes gegeben? Hups. Das ist mir ausgerutscht. Jetzt packe ich es direkt weg hier. Widerlich. Oh, diese Ordnung hier drin. Sag mal. So, nee, das kannst du jetzt selber. Hat noch funktioniert. Schön. Nimm deine Scheißfeder wieder zu. Ja, kann ich denn was dafür, dass du keine Ordnung halten kannst? Guck mal hier, es kommt dahin und dann. Das ist doch alles ordentlich. Was hast du denn? Ein verrottetes Zeug ist hier und direkt neben den Thermostone. Ich geb dir gleich verrottetes Zeug, ey. Tschüss, ich gehe. Ich pflanze erstmal im Wald. Greenpeace wäre sehr stolz auf mich.
Ich glaube nicht, weil du die immer alle abbrennen lässt. Was? Also unser Wald hat bisher noch kein Feuer gefangen. Das überrascht mich, aber macht mich auch ein bisschen stolz. Wäre natürlich auch schlau, mehrere Wälder nebeneinander zu machen, ein bisschen mehr Abstand. Nö. Gehst du Futter holen? Ja, naja, ich war ja schon da. Es ist nicht wieder so viel mehr da. Dann töte ich Nee. Frösche, töte ich keine Frösche, töte ich Bienen. Sollte ich Bienen töten? Könnten ja nochmal versuchen, ein paar von den Biestern da oben zu töten, aber es sind so viele auf einem Haufen. Exakt. Ich glaube, das wollen wir nicht. Was Bin ich gibt ganz es schön denn noch? gerockt. Unterirdisch traue ich mich So. wieder nicht, wobei man kann nicht an Hitze sterben, glaube ich. Ne, glaubst du? Nur an Dunkelheit und Hunger. Ja, ganz genau. Die Dunkelheit ist ja Aber, das Schlimme. nein, ist es nicht mehr, denn wir haben mehr Lightbulbs gemacht als normal. Ah. Das heißt, auf jeder zweiten Meter ist so ein scheiß Lightbulb und du kannst so einen Weg dann einfach ablaufen. Hä? Die gibt's schon unterirdisch? Ja, Nee, muss man klar. sich machen, oder? Nee, nee, die wachsen da als Pflanze. Echt? Das ist ja. Okay, also das letzte Mal, als ich unter das erste und letzte Mal, seit ich unter war, war irgendwie zum ersten Mal Don't Starve gespielt habe. Von daher. Da war das noch Oh. nicht so ausgereift. Ja, eben. Das ist ja. Keine Ahnung, es war bestimmt 2014 oder so. 13 sogar. Auf jeden Fall lange her. Oh, Sind hier gibt es bestimmt. auf jeden Fall noch Ananas. Geil. Ich Nehme ich gehe auf gleich jeden mal Fall runter. alles mit. Paar mehr Traps machen auf jeden Fall. Ja, jetzt habe ich aufgehört. Hier leben so viele nette Hasen. Die vermehren sich so schnell, das ist, da kann man einfach überall eine Trap hinpacken und dann sind da immer noch tausende mehr übrig. Oh, hier sind übelst viele Bären. Nimm Warum? mit! Ja, mache ich auch, aber ist komisch, dass die überhaupt noch da sind. Also ich bin jetzt da, wo das Tor ist. Ah, okay. Ist ja Aber jetzt da war ja eigentlich immer ungewöhnlich. schönes Gebiet. Ja, deswegen. Oh, ist alles halt noch da. Ein bisschen hier was miteinander stecken, ein bisschen Ordnung wieder kriegen. Na toll, und genau jetzt kommt natürlich ein Truthahn. Typisch. Hinten noch ein paar Fallen. Das ist ja gar nicht an Feuerhitze sterbe hier. Oh, ein Bärenbusch noch. Kommt schon, schnell, bevor er vertrocknet. Yes. Ah, ich habe einen Hasen erwischt. Das passiert eigentlich zu selten. Du hast einen erwischt. Er Hast du einen hingerannt und. Schaden? Oh, hier brennt's. Die Vögel brennen auch gleich mit? Okay, ja. Ich warte mal ab. Schade doch nicht. Ah, jetzt Na, brenne ich. schade. Oh, Anni. Chester auch gleich, alle auch nicht. Ein bisschen Stein mitnehmen. Ah, der Abend ist länger geworden. Sich nicht. Sehr widerlich. Aber Alles nee, eigentlich heilig? ist das gut. Das ist gut. Ja, eben, deswegen. Das heißt, wir haben die Hälfte vom Sommer oder so. Also es nähert sich jetzt auf jeden Fall wieder dem Heiß! Herbst. Heiß! Ich verstecke mich einfach unter Bifel los. Geht das nicht? Ich glaube nicht wahr. Nee! Nein. Ich glaube, die machen es eher schlimmer. Also wenn du nach Hause mal kommst, ich mache jetzt ein Feuer an. Ah, toll! Ein Feuer. So ein Hase. Warum ist hier kein Baum? Das wird dir Nicht nicht den viel bringen. Baum. Ah, ich sterbe. Vor allem solltest du dir einfach so einen Sonnenhut machen. Der bringt auf jeden Ja. Fall ein bisschen. Ach, habe ich einen zu wenig Gras dabei oder was? Ist nicht der Ernst. Wieder ganz viel Herz verloren. Lauf, 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 lauf! Was? Ach nee, ich muss laufen, ich muss laufen, ich muss laufen! Nein!
Oh mein Gott! Na toll! Okay, so kann man also damit umgehen. Man rennt einfach im Kreis und schreit. Gut. Du bist fantastisch damit umgegangen. Ich nehme das mal und... Nicht dein Ernst, ja. Nein, geh weg. Ach, ist sehr schrecklich. Ist sehr schrecklich. Viel zu viel Aufregung für mein Leben. Vor allem, oh mein Gott, lauf, lauf, lauf. Ich dachte, das wäre auch bei dir irgendwie so zwischen nope. uns. Hat es, glaube ich, so angefangen, so hochzukommen und dann so, nein, wir werden alle sterben. Und ich so, nope. Geil. Das finde ich nicht lustig. Was ist das hier? Ich finde das richtig lustig. Warum immer ich? Bin ich so schwer? Opa. Tja, Anni, das sollte dir zu denken geben. Ach Gott. So. Hast du viel Ballast dabei? Hast bestimmt 20 Steine oder so eingepackt. Ja, 6. Wie viele Steine haben wir in... Keine mehr. Keine, sehr gut. Das heißt, ich kann einfach mal losgehen. Ah, nee, doch, da sind auch 30. Okay, alles gut. Sind hier oben, packen wir mit runter. Ja, sind auch nicht so viele. Oh, ja, das ist eine gute Idee. Ich gehe in die Wüste im Sommer und hole Steine. Naja, vielleicht kommst du gerade dann, wenn der Sommer aufhört. Das wäre natürlich lustig. Und vielleicht sind da Babyhunde. Ich gehe in die Wüste. Da gibt es so viele Goldsteine. Ich noch einmal Holz eingepackt habe. Also was noch fehlt, ist irgendwie, dass sie bei den Wurmlöchern anzeigen, welches zu welchem führt. Das war eigentlich noch ganz sinnvoll. Na, ich glaube, der Sinn von so einem Wurmlöchern ist halt, dass du auf gut Glück reinspringst. Ach ja. Und guckst, wo du ankommst. Oh, ich habe einen schönen Kommentar bekommen. Das Schreien hat geholfen. Ja, ich glaube auch, es hat wirklich geholfen. Fühlt man sich so viel besser danach. Ich kann nur leider den Namen nicht irgendwie aussprechen. Das ist das MR Dima. Ach, Mr. Dima vielleicht. Oh, Genius. Genius. Ich brauche was zu essen. Ich glaube, ich will wieder erstmal hasen. Bevor ich wieder sterbe. Warte, man kann seine Frisur ändern? Was? Aber wenn dann oben im Ding, oder nicht? Ja, also ich habe, wenn ich dich anklicke, sehe ich ja da auch noch so ein Frisur-Dingens. Ach so, dieses Kopfdings? Ich meine, das wird die Frisur sein, oder? Da müsste auch noch was kommen, stimmt. Oder ist es so das Gesicht? Das ist einfach nur das Gesicht. Es ist dann einfach so geschminkt, so wie ein Clown oder wie eine hübsche Frau. Passend zu den Klamotten, finde ich gut. Darauf warte ich. Okay. So, ich gehe. So, noch Verzeihung, einfach nur Dima, nicht Mister oder MR Dima. So. Kann ich mich nochmal rasieren? Geh nur rasieren. Ich fühle mich zu männlich. Nicht in meiner Bluse. Geh weg. Ich brauche Gold. Gierschlund. Das sind meine Barthaare. Sehr. Toll, was ist denn das jetzt hier? Wie soll ich denn das... Warte mal. Deine Barthaare fackeln bestimmt gleich ab. Ist hier irgendwie... Na, nee. Toll. Ein Versuch ist wert. Das ist sehr gut gemacht. Aber das ist gut, wenn wir gegen Hunde kämpfen. Vielleicht können wir die damit slowen oder so. Das wäre interessant. Ja, aber letztendlich bringt es ja nicht viel deren... Pessimistisch. So, die kann sorry. Ich letztes Mal auch nicht mehr mitnehmen. Achso, na, wir spielen nicht einfach nur Don't Starve Together, sondern bei Don't Starve Together sind die ganzen DLCs mit drinne. Das ist nämlich das Gute. Muss man da nicht extra dazu holen. Nicht? Nein. Wofür habe ich dann Geld bezahlt? Nein. Hast du wirklich Geld bezahlt für Don't Starve Together? Nein. Also ich glaube, da wir ja die wunderbaren Beta-Tester noch waren, oder Alpha, ich habe keine Ahnung, was es damals noch alles gab, hat man das Spiel einfach geschenkt bekommen. Und nach einer Weile hieß es dann, ja, als das DLC rauskam, dass es auch einfach in der Don't Starve Together Dings eine Erweiterung gibt mit dem ganzen DLCs. Also Ryan of the Giants. Richtig. Den ganzen bösen Giganten. Und wir hatten. Elch. Ja, der kommt im Winter immer zum Beispiel. Und die nette Biene haben wir auch schon irgendwo gesehen. In der Wüste, glaube ich. Was? Achso, die Fliege. Die Fliege. Ja, die Biene. Ach stimmt, ja, Biene ist jetzt neu angeblich. Mal gucken. Bin ja auch gespannt, deswegen müssen wir ja gucken, was hier noch so rumliegt eigentlich, aber traue mich auch gerade nicht weg. So ohne Essen. Das
doch noch Essen im Kühlschrank. Ja, der eine fette Schinken da, ne? Ansonsten, also ich habe noch einige Samen dabei, die ich dann zum Essen kann. Achso, stimmt, Frack gibt's noch, aber das gibt's noch nicht als hier bei der Erweiterung. Das kommt bestimmt auch noch irgendwann. Also die haben ja jetzt hier erstmal noch schönes Update gemacht, dass man eigentlich auf dem Kompass den Freund sieht, aber hat noch nicht funktioniert. Ja, guck, vielleicht müssen wir aber einfach beide einen Kompass haben, kann ja auch sein. So. Ach so, ja. Dass der den Kompass hat, vielleicht gesehen wird oder sowas. Aber konnte man den Kompass mitnehmen? Ja, den kannst du ausrüsten als Equipment. Ah, okay. Ein Sandsturm. Das wird immer schlimmer. Oh mein Gott. Wir machen uns ja bei solchen Sachen schon in der Hose. Ein Sandsturm. Oh mein Gott. Hä? Jetzt kann ich nicht hin. Was denn? Ja, ein Sandsturm. Also an sich hat er nichts gemacht. Ich habe halt nur nichts mehr gesehen um mich. Ich glaube, an sich macht er nichts Schlimmes. Wer weiß, was da für ein Monster noch hinter dir dann war? Ja, deswegen. Ich bin Beefalo-Fell. Also am gruseligsten finde ich ja auch einfach nur die Geräusche und nicht mal, dass er irgendwie was kaputt macht, weil das ist ja auch noch hilfreich. So, jetzt mal 10 Fleisch. Ach ja, hier sind ein paar Löcher. Wie kriege ich die denn jetzt weg? Das würde mich interessieren. Okay, nee. Viel zu heftig. Aber die Vögel können im Sandsturm noch fliegen, ist klar. Zisch, ich werde sterben. Das ist doch kacke. Ich finde das nicht nett. Schatten, 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 Schatten. Ich kusche mit dem Baum hier. Immer eine gute Sache. Zum nächsten Baum. Zum nächsten Baum. Dann kommen wir nach Hause. Hoffentlich noch nicht alles abgebrannt. Oh doch. Ich glaube, ich kann kein Feuer machen im Sandsturm. Das ist das Ding. Das ist wirklich so wie so Bildschirmkrisseln einfach nur. Okay. Das sieht schon echt krass aus. Wichtiges Barterzeug. Ein bisschen kochen nebenbei hier. Esse ich jetzt den Honeyham? Ich esse ihn einfach. Und fast voll. Okay, dann habe ich doch alles richtig gemacht. So, es wird abends. Ich habe wie immer kein Holz dabei. Oh, das war schön endothermisches Feuer hier. So ein Regenhut. Ich muss noch einen Strohhut machen. Auch schon wieder vergessen. Stimmt, Regenhüte brauchen wir dann ja auch wieder. Ach, schön. Wo so, brauche ich eigentlich nicht in der Nacht? Obwohl ich doch. Naja. Okay. Okay, ich glaube, ich habe die Bienenkönigin gefunden. Das ist einfach nur wie so ein riesiger Bienenstock. Einfach richtig riesig. Okay, dann muss ich da gleich hin. Okay, dann noch viel Spaß, Manu, und ja. Vor allem beim Stream. Vielleicht mach ich jetzt einfach aus und guck mal ihm zu. Obwohl, der wird erstmal noch 10 Stunden in der Lobby rumhängen oder so. Was streamt er denn? Bestimmt. Dead by Daylight. Ah. Bestimmt. Wenn nicht, dann irgendwas anderes. Was? Das Gefühl, fehlt irgendwie was. Nein. Schon wieder essen? Oh, ist schon wieder dunkel. Essen wir mit. Mensch. Ja. Hallo? Ja, ich koche jetzt hier noch ein bisschen und dann gucke ich mal morgen. Ich werde mal jetzt meinen Kompass. Ja, genau, da gucke ich, wo du da rumrennst. Kompass, Kompass, Kompass. Also ich bin wirklich so am Übergang zur Wüste. Da bei den Bienenstöcken ist er halt. Okay. Da warst du schon, oder?
Ja, klar. Ich weiß halt nicht, wie deine Da bin ich, Karte. glaube ich, ganz am Anfang mal gespawnt und musste dann da zurückrennen und sowas. Ich habe mir schon gedacht, dass hier die Bienenkönigin ist, da bei den ganzen aggressiven Sachen, richtig? Ganz genau. Achso, nee, nicht da ganz Ach oben. so, Nicht nicht? da ganz oben. Was Du denn gehst so jetzt? hoch, dann ist da ein ganz kleines Bienengebiet, wo der Weg in so einem Kreis rumgeht. Weiß nicht, wenn du die Karte aufmachst, siehst du das? Ah ja, okay. Das ist das, was Genau, mir so und halb da. fehlt. Okay. Genau. Und da direkt halt an diesem Übergang zur Wüste halt. Also vor Ah, der Wüste. ist ja nicht mehr so weit. Aber du hast keinen Kompass, richtig? Nope. Kannst mir einen mitbringen. Oh. Ja, ich weiß nicht mehr, wo der war oder wo er sein kann. Oh. Bestimmt Tools oder so. Science vielleicht? Achso, Science könnte sein, ja. Nee, auch nicht. Oder ich sehe es gerade nicht, weil ich wieder nicht bei den Dingern daneben stehe. Ich habe mir aber schon gemacht. Ach, hier ist er bei Survival, ein Goldstück. Oh. Hier noch eben einen. Wie gütig. Oh, ist echt immer noch windig. Wo war's jetzt? Sandsturm. Furchtbar. So, das wollten wir wieder hier lassen. Ich nehme mir noch eins mit. Dann haben wir kaum noch was zu essen hier, aber ist ja egal. Oh, der Marvel-Baum ist gewachsen. Yay. Brauchen wir einen Knoten? Haben wir schon. Nimm einfach mit. Nee. Genug Scheiße. Rucksack. Ihh, Kot in meinem Rucksack. Ja, nee. Mal gucken, was jetzt der schnellste Weg ist. Am besten der Weg. Ja, durchaus. Was habe ich denn gesagt, dass jetzt nur noch nur 10 kommt? Worauf bezieht sich das? Ah, wenn ich eine Erinnerung hätte, weniger als ein Weißbrot. Also Orientierung ist bei mir besser als bei dir, Lisa, aber Na, auf jeden Fall. Erinnerung, nee. Oh, Chicks. So lecker schokoladig. Ach, ist das schön, sich blind durch den Sturm zu tasten und einfach nach Steinen. Macht echt Spaß. Ah, Wo ist der auf tatsächlich. der Karte eigentlich? Also für den Kompass tatsächlich, wie ich es mir gerade dachte, dank Dima wissen wir, wir müssen wirklich beide ausgerüstet haben. Ah, okay. Und wir müssen. Ich will unbedingt mal wieder runter ins Dings. Nicht, dass ich dabei sterbe, aber die Mine. Falls ich sterbe, hat mich wahrscheinlich so ein Vogel-Ding umgebracht. Oder Hunde oder so. Nee, die Hunde? Sicher, dass wir die ausgeschaltet Naja, zumindest haben wir diese Knochen ausgeschaltet, dass die da eigentlich rauskommen. Sicher? Weil das waren immer so viele gewesen einfach. Ich bin nämlich irgendwie der Meinung, ich hätte hier schon mal welche gesehen. Hier ist nämlich so ein Gebiet in der Wüste, wo übelst viele Goldklumpen sind und ich wüsste nicht, warum ich die nicht schon abgehört. Hier ist ein Zahn. Ist gerade die Frage, ich Naja. bin bei dem Übergang. Oh, Bifalo-Wolle. Wo Genau, ein bisschen genau? links, links, links. Ein Stück. Hm? Was ist die Direkt neben Bifalo-Wolle so einem hier? übelst aggressiven Bienendingens. So stimmt, hier war ich ja nicht, noch nicht in diesem Kreis. Oh, ja, Gigantic Yep. Beehive. Ganz genau. Ja, da halte ich mir auch ein bisschen von Abstand. Besser so. So, du bist jetzt natürlich von mir weiter weggerannt. Ja, ich bin direkt in dem Sandsturm drin. Jetzt Ah, kannst du dir schön. ja mal den Sandsturm angucken. Ach du Hilfe, wo bist du nochmal hingerannt? Ich bin da, wo die Goldklumpen sind. Also einfach nur ein bisschen geradezu und dann so rechts sie. Selbst über den Weg kommt man nicht weiter und Chester hängt auch hinterher. Also ich glaube, der kommt ja auch nicht durch. Ja, ist deswegen. Man muss halt nur rechtzeitig wieder rausgehen, weil ich. Sollte nicht mehr. Was? Was? Ah, WTF, was ist das denn? Was ist was? Ich bin dem Weg gefolgt und mitten auf dem Weg stand irgendwas, was aussah wie so eine Guillotine, die mich gleich töten wollte, mit Sensen als Hände und hey, das ist Chester. Ja, okay, ja. Mein Gott. Gut, dass ich das Ding nicht gesehen habe. Ah, hier ist ein Zahn. Bist du hier bestimmt? Ah, da bist Hä, du. Komm mal her, komm mal nach links. hat die sich bewegt? Der hat die Arme hoch und runter gemacht. Ah, da bist du. Oh, Anni. Hier, warte. Er kann mit sich verlieren. Oh nein! Dann gib mir Warte kurz. irgendwas.
Warte, warte, ich esse meine Blütenblätter, aus denen ich mir eigentlich einen Blumenkranz machen wollte. So ungefähr. Hier, wenn du das jetzt ausrüstest, können wir uns immer sehen. Auf Wiedersehen! Nein! Oder willst du mitkommen? Hauptsache, das sieht aus, ey. Wir können mal runtergehen, vielleicht ist er nochmal da. Kannst du ihn auch mal sehen? Dingen sehen, ja. Ja. Ein bisschen hier runter. Hast du auch gerade ein Ding gehört? Nee. Außer, dass es bald dunkel war. Vielleicht sollten wir erstmal rauskommen dann auch. Wir da ist er, 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 da ist er. Oh mein Gott. Das ist eine... So eine ja, so eine Mentis, wollte ich gerade sagen. Ja. Ich glaube, mir wird heiß, oder? Jupp, mir wird auch heiß. Oh shit. Ist das gleich dunkel? Also Nacht? Ja, wir sind ja fast draußen. Hoffe ich. Nee, ich hab Sand in meinem Auge. Ja, gleich, bestimmt. Ach. Oh doch, doch. Oh Gott. Ja, oh, wollen wir dann hier nächtigen? Ich mach's Ach. Oder mach ich? Ich kann gar kein kaltes Feuer machen. Ich hab kein Nitro dabei hier. Na, komm her. Ach Mensch. Ich bin halt der wahre Entdecker von uns beiden. Nicht, nicht, mach's nicht! Nicht! Oh, Gott sei Dank ist die Axt kaputt gegangen. Das war die Fledermäuse. Ja! Oh, nicht, okay. Nicht jetzt, nicht jetzt. Wir können es gerne morgen früh machen. Was wäre doch lustig. Bin ich auch schon mal rangestorben. Ja, das stimmt. Ich erinnere mich. Ich habe mich noch so gewundert. Oh, die sind aber hübsch aus. So ein bisschen weggelaufen. Die kommen ja hinterher. Dann kommen da immer mehr. Ja. Der Kompass geht übrigens durchgängig runter. Wenn du ihn ausgerüstet hast? Ich habe ihn nicht mal ausgerüstet. Er ist ja jetzt Achso. 98. Nee, ich glaube, ich habe ihn dir schon so gegeben. Achso. Tut mir leid. Wir können das ja gleich mal ausprobieren oder sowas. Obwohl, das Problem ist natürlich, wenn ich jetzt runtergehe, komme ich auf einen anderen Server oder wie auch immer und dann können wir uns ja gar nicht mehr sehen, glaube ich. Eine andere Karte. Oder kommst du mit runter in die Mine? Oh! Nee! Oder doch? Ja, komm. Wenn du sagst, es ist safe, dann komme ich mit. Ja, wir können ja mal kurz gucken und dann können wir wieder hochgehen. Aber Chess hat auch noch Platz, wenn du irgendwas weglegen möchtest. So, willst du jetzt hier rein? Ja, wir können ja gleich hier rein dann. So, okay. Dann packe ich was in Chess da rein. Boah, der hat ja echt Platz hier, ey. Kleines Dickerchen. Ich möchte gerne so ein Plüschi von ihm haben, immer noch. Oh. Kann man dann nur so aufmachen, dann ist da so ein bisschen Platz drin. Eigentlich, ja, da kann nur meine Flinze anlaufen. Da. Nee, falscher Stapel. Nimm doch den. Dann halt nicht. Den Stapel. Hey, was habe ich denn noch alles mit, dass ich so voll bin? Ja, Holz habe ich noch eine Menge. Ach, sieht mir nicht gut aus so. Na gut, du siehst eher am besten aus, also ganz ehrlich. Aber echt, ey. Mal ein bisschen. Ist dir kalt? Nein. Du hast gerade gezittert. Gar nicht? Ja, doch. Zitterst. Oh, ich zittere auch. Mit einem Eisstein quasi in der Tasche. Das ist ja echt schön. Ich den halt weg. Scheißteil hier. Aber es wird eh gleich wieder Tag. Ja, ich weiß. Ja, ich weiß. Sollte vielleicht nicht ganz ins Dunkel gehen, weil der Mind dann singt. Er singt. Hm. Ja. Jetzt habe ich so viele Pickaxe hier schon wieder. 90%, 40%. Ach nee, das ist ein Dings. Ich habe gerade eine mit 10% ausgerüstet. Ich hoffe, die geht dann auch gleich kaputt. Oh. So, warte mal. Warte. Du hast deinen Hammer auch Tester gegeben. So, du gehst zuerst. Ich gehe zuerst. Du hast deinen Stab hier gelassen, okay. Das passiert dann. Ich kann Chester nicht mit runternehmen. Sehr traurig. Das ist halt die Sache, wenn wir jetzt woanders hochgehen, ist Chester halt da hinten, ne? Oh. Naja, bitte. Okay, ich bin unten drin. Ich lade noch. Ich auch. Aha. Immer so gefährlich ist das hier gar nicht. Guck mal, da ist Fern zum Beispiel. Daraus könnte man auch irgendwie was basteln. Ich weiß aber nicht mehr was. Da gibt es hier so Lightbulbs, aus denen kann man dann halt auch. Oh, hier, guck mal, hier ist auch noch. Guck mal, ein bisschen Stückchen nach oben. Warte, ich will den Mushtree zerstören. Wissen was? Ach,
Der hat auch nur Mushrooms gedingst. Ja. Na gut. Du bärtige Lady. Ja, bitte. So, hier oben ist noch irgendwie so Fluoridposter. Ich weiß jetzt aber nicht, das sieht halt aus wie so ein normales Eingangstor einfach, oder? Ja. Okay. Vielleicht sollten wir... Wie so ein Spawn-Dingerns halt, ne? Hm. Ist ganz viel von diesem Föhrenzeug. Ich glaube, das kann man auch einfach essen. Echt jetzt? Heilung, Mensch. Ja, ja damit. Krass. Jetzt hätte ich meine Lampe mitnehmen müssen. Ist natürlich also bei Mind geht es hier unten nicht so gut, ne? Ja, das liegt an der Helligkeit, glaube ich. Könntest du auch so ein Miner-Head noch machen? Ja gut, das wird ja hier... Doch, hier wird es auch dunkel. What the fuck, okay. Ja, also es gibt ja auch noch Nacht-Nacht. Da gehen halt die Bäume, gehen dann, glaube ich, aus. Oder dieses Licht, was hier ist, außer diese... Absolut abgedreht, ey. Lampions. Tree Tree natürlich auch keine... Wenn du im Dunkeln bist, ne? Wie sich dann das Dings verändert. Wie? Hast du jetzt die ganzen Lightbulbs da weggemacht? Nope. Nur einen Schroom. Weil... Ja, ich weiß, wir brauchen das Licht. Da, guck mal. Ach. Hier ist wie so dunkler Regen gerade niedergekommen. Siehst du das oben rechts in deinem Dings, wenn du im Dunkeln stehst? Nee. Wenn du nochmal ins Dunkel gehst, guck mal oben rechts bei, da wo immer Survived steht. Nee, hä? Achso, wenn das da, ja, bei dir nicht? Doch, ich seh's. Ja, ja. Was ist jetzt mit den Lightbulbs? Warum sind die denn so eingegangen jetzt auf einmal? Das kenne ich auch noch gar nicht. Hm. Da hinten war ich mal gewesen. Oh, das ist aber eine ganze weite Ecke. Wie das ja. Hier echot. Mir wird's gut. Es ist echt dunkel hier und. Ich weiß ja auch nicht, was es hier alles noch gibt, was sich hier lohnt mit. Ah, Bären? Okay, gut. Mal mit. Ja. Normale Bäume, schön. Oh, oh, es bebt, oh, es bebt, es bebt. Oh Gott. Und jetzt? Zurück zum Ausgang? Wo war der Ausgang? Ist es der hier? Oh! Oh! Ah! Autsch. Ah! Autsch, es regnet raus. Gold! Es regnet Gold! Ja, raus! Oh, wie geil! Es hat Gold Shit. Geregnet! Und wenn es jetzt draußen dunkel ist, haben wir die Arschkarte, ganz genau. Nee, alles gut. Okay. Hui! Na, nochmal rein? Nein, das war's für mich. Ich gehe nochmal rein, ich guck nochmal, ob es jetzt auch irgendwas gibt. So eine abgefuckte. Kannst du alleine machen. Und wieder rein da. So. Oh, die ist jetzt vorbei, ne? Komm rein, kriegt auf einen Stein gegen Kopf, fällt ohnmächtig. Tja. Das war's. Und sie hat nie wieder gesehen. Die liegt jetzt überall Gold. It's raining gold. Naja, überall, ne? Zwei Stück. Also vorhin waren da noch mehr. Mein Porch. Green Mushroom? Ja, genau, das. Oh, ist nicht dein Ernst. Ich hasse Frösche. Da gibt es natürlich auch Maulwürfe. Geh schlafen, du behinderter Frosch. Die Frage, ob ich jetzt weiter rumrenne, wenn es jetzt draußen eh gleich dunkel wird wieder. Yep. Ich unten mit meinen Fackeln herumziehen. Hauptsache, es gibt nicht wieder ein Erdbeben bei dir. Na dann renne ich aber. Oh, da hinten sind Spinnen, natürlich. Oh yeah. Nee, doch, ich nehme wieder auf den Weg zurück. Ah, oh, shit. Ich sitze jetzt hier lang. Hier ist das... Ah. Natürlich renne ich genau an so einem Loch mit Fledermäusen vorbei. Ne? Hm? Eben noch drüber gesprochen.
Ja, ich denke, ich werde dann auch einfach hier Chester schnappen und ein bisschen herumrennen. Oh, da oben, da liegt noch ein schöner blauer Stein. Müssen wir noch einen Zauberstab machen, fällt mir ein. Was lasse ich hier? Das. Die Hand kann man mal essen. Das ist natürlich gleich Nacht. Oh, es ist Vollmond. Ah, perfekt. Und hoch mit mir. So viel Glück kann auch nur ich haben. Fledermäuse kommen trotzdem raus. Hahaha. Exakt. So. Ach, stimmt, Foliage war das. Ah, stimmt. Mein Rucksack ist super. Ah, das ist schon eine Fledermaus. Super. Komm, Chester, renn. Mensch, der ist ja genauso schnell wie ich. Wo renne ich jetzt hier schon eigentlich wieder hin? Blieb da gar nicht. Ah, ich hab die Verfolgung aufgegeben. Okay, ich sollte nicht nachts in einen Düsterwald rennen, wenn man meint, eh so runter ist. Das wäre jetzt perfekt, um einfach Glühwürmchen zu fangen, aber nö. Aber nope. So, warte mal, muss ich jetzt weiter runter? Ja, natürlich. So, meinst du, es wird bald wieder Herbst? Ja, ziemlich sicher. Ich habe so eine nette Pflanze. Einfach direkt an meinem Feuer, echt jetzt? Naja. Ich guck mal, ob die sich schon irgendwas Schönes gegönnt hat. So, einmal Orientierung bitte. Ah, da bin ich. Wie viel Mut wieder? Hat sich weniger gelohnt. Also da jetzt der Sommer offensichtlich vorbei ist. Ist es das? Ich denke schon. Also der sieht ziemlich vorbei aus. Aber guck mal, der. Also erstmal der Screen ist nicht mehr so eklig gelb. Gehe ich mit, und ja. Der Abend ist wieder viel länger geworden. Oh, Guano. Das ist gutes Zeug. Chester. Okay, dann das heißt, wir können jetzt ein bisschen auch mehr Essen organisieren und dann auf Reise gehen. Exakt. Das ist genau das, was ich jetzt schon mache. War ja klar. Vieles ist ja natürlich noch vertrocknet. Na, das ist halt der Nachteil. Selbst die Bienen sind völlig erschöpft. Oh nein. Nur noch ein paar Blumen, dann kann ich mir erstmal einen schönen. Hoffentlich bald besser. Ich will nämlich gerne jetzt in den Sumpf, glaube ich. Da ist schon wieder. Ach nee, es ist nur ein Sumpf, ich dachte schon. Ah! Kurz geträumt. Wollte mich heilen, kam ein Frosch. Ach, Anni. Es sind so viele Frösche, das gibt's doch nicht. Zeit, dass mal wieder Winter kommt. Sind wieder einfrieren hier. Wie brutal sie doch ist. Ich habe eine Strohrolle. Ach, hier sind auch noch Seile. Mensch. Für den Winter haben wir auch schon Earmuffs. Hier ist zumindest mit 30%. Echt? Sehr gut. Naja, brauchen wir trotzdem mehr. Ja, das ist das sowieso. So, dann erkunde ich hier erstmal schön den Sommer. Dann hole ich. Beziehungsweise. Den Kühlschrank. Das Wichtigste von allen. Brauchen wir dieses komische. Hier. Gras aus dem Sumpf, so. Ja, immer. Warum nicht? Immer. Na gut. Zur Not zum Verbrennen. Achso, rüste mal eben deinen Kompass aus. Warte. Zuerst mal eine sichere Stelle zum Stehen suchen. Und du bist jetzt also. Im Sumpf? Ja, genau. Da ist er. Schönes Ding. Oh, nice. Also, so gefällt mir das schon besser. Was gemacht? Da unten war ich, glaube ich, weiterhin. So, mal gucken, was wir jetzt alles auspacken können hier.
Und ja, Verzeihung, ich wollte nicht, dass du die ganze Zeit im Stalker-Modus bist. Ich will nicht komplett überwacht werden. Nicht? Das wollen wir doch alle so gern. Oh nein. Okay, dann guck, was Chester noch hat. Wo ist er denn? Hallo, er hier. Hat sich vollgepackt, aber nicht ausgeräumt. Ja, sorry. Ja, ich hab dir meine Schaufel vor allem noch gegeben. Nee, mein Hammer. Ach Mist, die Lightbulbs. Nein, lass die einfach mal. Restort alles her. Dass du die Ranken im Sumpf reduziert hattest? Ja, könnte. Sind auf jeden Fall weniger. Weil du ja immer Angst hattest, und zwar dann immer so, nee, geh ich nicht in Sumpf. Träumen. Ja, verständlich. Würde ich auch immer noch sagen. Und wenn man es machen kann, warum sollte man es nicht tun? Sind auf jeden Fall echt weniger, finde ich gut. Wo ist jetzt mein... Ist der zurückgepackt? Ja. So, habe ich das jetzt? Toll, wird gleich wieder Abend und ich kann nicht mehr was zu essen holen gehen. Ach. Und hier kann ich auch noch irgendwie Skulpturen machen, warum auch immer. Ja, es stimmt, ab und zu lagen noch irgendwo Köpfe rum, die konnte man dann auch auf solche Skulpturen draufziehen. Naja, wenn man dann da ganz weit weg von ist. Ach nee, ich lasse den Baum hier stehen. Haben wir die Sumpfmonster angeschaut? Ich glaube schon. Ja, die sind ja immer an. Ich weiß nicht, ob ich die reduziert habe. Ja. Hat sich auf jeden Fall Freunde gefunden. Ah! Diese Löcher sind immer noch das Schlimmste für mich gerade. Ohne Möhre. Oh, Scheiße. Das ist ein Stück. Oh, das ist ein Stück normales Land. Da kann ich drauf. Da kann ich mein Feuer bauen. Ja, sehr vorsichtig, wa? Wenn auch daneben was ist. Ich will erstmal mein Feuer bauen und dann will erstmal schlafen vor allem. Bei mir geht's echt nicht so gut, mein technisch. Und dann habe ich natürlich auch ein bisschen Angst, wenn hier nachts die Hähnchen kommen. Die Katzehähnchen. Da fallen die Hühnchen kommen bestimmt bald wieder. Oh nein. Please don't. Das Schöne immer, wenn man sich dann aufmacht, so, ach komm, ich erkunde jetzt was, dann kommen die Hunde, man ist alleine und stirbt. Exakt. Vor allem jetzt denkt man sich so, oh, ist ja schon eine Weile her, dass die Hunde da... Ganz genau. Ja, in dem Moment. Hast du das Bellen gehört? Nee, das war der Elch. Oh, der bellt jetzt auch. Moment. Der kommt um. Bin da. Bin ich nicht. Aber kam nicht im Sommer? Nee, im Herbst kam der Duck. Der lag einfach immer irgendwo rum, oder? Das stimmt. Die Frage ist nur, wann er aktiv geworden ist. Der hat halt, genau, das, genau. Nee. Na, da hingelegt. Intelligent. Oh, shit. Na, einer im Dunkeln? Nee. Der Kühlschrank ist leer. Das fass ich ja jetzt nicht. Ja, so ist das, wenn man mal nicht zu Hause ist. Ich leg meine Möhre für dich rein. Och, wie gütig. Du dann kommst, dir denkst so, ja. Jetzt was essen, ne? Ja, ja. Ja, aber ich werde mir jetzt erstmal noch ein paar Hasen besorgen, bevor ich mich ausmache. Bin ja nicht so careless wie du. Verzeihung. Oh, nö, ich habe schon gut erkundet, den Sumpf. Da fehlt nur noch eine Ecke. Mache ich den Sumpf jetzt fertig und dann kann ich am nächsten Tag nach... Ich weiß auch noch nicht, was ich mit meinem Lucky Gold Nugget mache. Vielleicht hat man wirklich Glück damit. Kommt vielleicht ein Jägermonster für mich. Mein Lucky Gold Nugget, das ist ja süß. Also, ich weiß auch gar nicht mehr, woher ich den habe. Ob ich den irgendwo ausgegraben habe oder so. Auf einmal lag der halt irgendwo rum. Ich habe mich gefreut. Ach nee, der war in einem Geschenk drin, glaube ich sogar. Da war mal so ein... Von dem Santa Claus hier. Von Claus war da mal so ein Geschenk. Ach ja. Dann habe ich das mal geöffnet und ja. Ich habe schon wieder vergessen, was das war, um den irgendwie... zu rufen oder irgendwas war da. Da habe ich mich schon mal belesen, aber alles wieder vergessen. Ich will Klaus gar nicht rufen. So schon unheimlich genug hier. Nee, der kommt ja so, verteilt Geschenke oder so und ja. Dann schwingt da seinen Sack und dann. Dann bist du auch weg, ja.
Ganz genau. Muss nicht sein. So. Ey. Man noch den Zoom fertig, da man wirklich. Genau, jetzt kann man sich wieder im Bad stehen lassen. Ach, alles sind wieder Gestaltern hier. Herbst. Schön. Oh ja, die Ranke kämpft gegen das Sumpfmonster. Wer wird gewinnen? Keiner. Ich hoffe, die Ranke. Kann ich hingehen und... Scheiße. Sumpfmonster hat gewonnen. Glaube ich ja jetzt einfach nicht. Wenn es weit genug weggeht. Jetzt habe ich immer noch zwei blöde Hände. Cool. Ich habe Fisch, ich habe Froschbeine. Leckeres Abendbrot. Exakt. Richtig geil. Hier Samen. Hier gibt es ja doch noch Hasen. Ich dachte schon, das Erdbeben hätte sie verstört. Nein, nein, nein. Ja, was schmeiße ich denn jetzt weg? Ach komm, den Sperr mit 6% brauche ich nicht mehr. Vielen Dank für die Grüße an Mr. Fritz oder wie auch immer. So, diese Mister-Namen. Mister, Mister. Ich finde, Master klingt doch viel besser. Nee, Master. Komm. Meister, ich meine Mister, Mister. Ja, dann hat er noch eine Fliege gefressen. Das war eine Fliege. Nein, nein, nein. Was? Nein, das ist... eine Rosine. Eine Rosine. Ich muss den Film mal wieder gucken. Für alle, die den Film nicht kennen, was war das? Schämt euch zum einen. Wirklich. Genau, und von wem war der nochmal? Ich vergesse es immer wieder. Oh, Mel Brooks. Ja, genau. Mel Gibson. Nee, Mel Gibson nicht. Ein Mel auf jeden Fall. Ja. Mel Brooks. Mel Brooks. Ja. Also, Dracula tot oder glücklich. Am besten jetzt sofort anschauen, während dem Stream einfach. Bestes. Ich habe schon viel zu oft geguckt. Ja, müssen wir zusammen machen. Das ist dann immer das Beste. Ein bisschen was. Siehste, Maya Annie, Maya. Ja. Die ganzen Hasen sterben hier schon wieder halb. Nein. Seile, ganz viele Seile. Oh, und eine Falle. Oh, und ich hab nichts. Oh. Ist die Scheiße. Ist die Frosche einfach so. Na gut, die Fische dann halt auch. Hauptsache, du kannst den ganzen Scheiß mitnehmen. So, wo sind denn jetzt noch die anderen Hasen? Wie immer zu weit gerannt. Oh. So. Dann haben wir ganz, 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 ganz viele Hasen. Ganz, ganz, ganz viel Fleisch. Würde ich mir alles braten, da alles mitnehmen. Einfach so. Was? Aber. Nicht okay. Ja, der ist ja schon rot. Ist ja auch gleich Morse hier. Ja, wie gesagt, es wird dann direkt Morse und fertig. Ja, da hat sie jetzt, was sich zerschnetzeln lassen. Nur fast. So, für mich geht's ab nach Hause fast. Für mich demnächst auf jeden Fall. Ach, diese ganzen bunten, hässlichen Vögel hier. War da irgendein komisches Geräusch gerade? Wer ist eingebildet? Ach, das kann mein Magen gewesen sein. So, jetzt sind wir natürlich nicht auf dem Weg lang. Oha. Jetzt kann ich die Ecke da nicht aufdecken. Oh, da ist eine Spiky-Waffe. Oh nein, ich will die Waffe. Gib mal bitte. Ach, die ist auch wirklich gut. Hätte ich auch schon mal irgendwann gefunden. Was schmeiße ich jetzt weg, damit ich die mitnehmen kann? Oh, shit, ey. Komm, die Falle. Ist egal. Schnapp dir. Und weg. Wildpupu. Dann kann ich das hier... Oh, das dampft gut. Ach, schön. So, und jetzt kochen wir noch das ganze Zeug weg. Ach, hier ist ja noch was drinne. Warum hat denn das keiner gekocht? Mensch, das war bestimmt ich hier. Annie. Alles vorbereitet und nichts gekocht hier.
Oh, und jetzt raus aus dem Sumpf. Raus, 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 raus. Das Gemüse wird auch bald fertig. Ach, ist das schön hier. Zu Hause ist immer am besten. Ich bin safe. Ich bin safe. Was war das? Einmal Fleisch reicht? Ja. Einmal Fleisch reicht, Digga. Naja, wenn hier mal was kommt, ich mache das noch mehr rein. Schaffe ich das noch nach Hause? Ich probiere es. So, meine ganze Vorbereitung. Mein Mind, naja, so Mittel. Man meint es richtig schlecht. Wenn ich jetzt zu uns komme, müssen wir uns mit den Händen prügeln. Ich gehe gleich. Was? Machst du wenigstens ein Feuerchen an? Es brennt schon alles. Es ist Es alles brennt schon. alles! Oh mein Gott! Der Baum ist ja wieder klein geworden. Oh nein. Der Marble-Dingens. Ja, der war groß. Ich dachte mir so, nee, ich mach den nicht kaputt. Der sieht doch schön aus, so. Na, ist wahrscheinlich wie so ein normaler Baum, ne? Wenn er ganz groß ist, dann wird er wieder klein. Oh. Oh, Anni, was hast denn du hier mit dem Boden gemacht? Ist alles kaputt? Was willst du? Oh, ist aber lieb, dass du was für mich gekocht hast. Kein Problem. So. Pack mich jetzt gleich in hier, ey. So, ich will noch mal Popo. Und gucken wir mal, wenn wir ein bisschen Pfeffer leisen. Im Dunkeln. Das ist mein Essen, geh weg davon. Ich weiß schon, warum ich hier so selig. Oh, keine bösen Träume. Nein, nein, die Annie, die beschützt mich. Na, bestimmt. Ja. So. Die Pupu mache ich mal nicht im Kühlschrank, aber das ist eine Morsel. Kann Im man gerade Keller. schon wieder eine Pflanze? Was? Plätze? Oder nicht? Ich habe nur so einen Plopp gehört. Das kann nicht gewesen sein, einfach im Kochen. Hast du Ah ne, der gepupst oder wie? Kühlschrank, ja. Natürlich. Anni, das Feuer! Das Feuer! Das Feuer! Das Feuer! Ich will gleich hüpfen. Ich habe Angst. Ich will doch nicht, dass es dir zu warm wird. Alter, Vergleich. Also, ich hatte was zur Not da. Das kannst du dir übrigens nehmen. Ich gehe da mal. Nicht dein C'est la vie. Ernst, Ach nee, ja. ich will das Pupu nicht mitnehmen. So. So. Ich behalte die Waffe jetzt aber, um die ich gekämpft habe. Meine Waffe. Ah, sind schon wieder überall Wassertropfen-Dings, Pfützen. Oh ja. Fantastisch. Das wird eisig. Oh yeah, geil. Ich komme zurück! Keine Sorge, ich bin gleich wieder da und dann kämpfen wir schön gegen die Hunde und ja. Anni, komm sofort wieder her. Nee, ist auch noch alles kaputt. Komme ich hier gleich wieder drüber. Nee, lass mal hier unten bitte hingehen, Ja, außerhalb, gut. oder? Obwohl, nee, lass Die hingehen. kommen gleich. Dann komm hier runter. Die Komm sehen hier das. runter. Vom Lager am besten. Weil hier ist jetzt Platz und wir haben den ganzen Tag Zeit und ich esse jetzt mal eben noch schnell was. So. Von oben? What the fuck? Wie denn das bitte? Hey, ich hab dich angeklickt. Ja, das kenne ich, das Problem. Au, 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 au. Jetzt kämpfen wir schon wieder einzeln. Das ist gar nicht gut. Wir sterben gleich wieder, Oh oder? shit. Komm mit. Ich komme nicht mehr Anni. raus. Genau, komm, komm, komm. Das schöne Monster Meat. So ist das Leben. Ach komm. Was denn? Wohin denn? Ja, keine Ahnung, zu den Bienen oder so. Ach nee, Bienen sind ja gar keine mehr da. Einfach weg. Ganz weit wegrennen einfach. Einfach nur weg. Ja, na, die verlieren sich ja mit der Zeit, so jetzt. Nee, Feuer, 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 Feuer. Ah, ich war Immer so wieder ein hilfreich. Stück.
So, come on. Ah! Feuer, Feuer, Feuer! Brennt euch doch einfach daran! So, kommt dran. Ah, guck mal, wie gut das geht. Ah, ich sterb gleich, ich sterb gleich, ich sterb gleich. Auf. Haben wir doch alles gut geschafft hier. Ah, ist genau das, wenn man gerade losgeht, dann kommen sie wieder und. Schmetterling, willst du den? Krieg ich den Evil nicht hier? Oh, dann nicht. Schmetterling! Schmetterling! Den halt nicht. Das nee, der lag da. Ach so. Also, der war schon tot. Ich werde jetzt ein paar Blumen auf jeden Fall sammeln und auch einfach essen und. Ich glaube. Einfach nach Hause. Ich habe mich auch die Nacht erstmal ins Dings wiederlegen, darf ich? Na klar. Ach ja. Kompass verloren. Brauche ich nicht. Meine Orientierung verloren. Ja, so geht das. War doch gut. Ohne Sterben mal zur Abwechslung. Exakt. Ja, ich glaube, das ist einfach das Beste, wenn die wirklich einfach. Einfach weg. So, Zeug dabei noch. Ja, ganz genau. Geh weg. Oder gib's mir einfach. So, zweimal Silk hatte ich. Ich habe auch tatsächlich über den ganzen Luxuit verbraucht. Das ist ja irre. Ach, haben wir gar keine. Doch, haben wir. Ich habe. Oh, tatsächlich auch. Ich meine, er hat noch 6%. Nimmst du die beiden Seile, die da drin sind? Oder? Ach, dann nehme ich die einfach. Ja. Ist hier meine? Ist meine? So. Nee, weil ich habe noch 5 Seile. Okay, gut. Ja. Dann werde ich gleich schlafen gehen. Mach das. Gleich! Ja, du kannst ja dann Monster Meat mit dem Gemüse kochen, denke ich, und dann. Ja. Halt irgendwie ins Haus hauen und ja, hoffentlich kommt nichts Ekliges dabei raus. Ach ja, ist doch schön. Naja, so viel Gemüse haben wir nicht. Oh, das da oben wird ja auch demnächst wieder. Ja, perfekt. ich habe natürlich nur einmal Samen. Ich habe natürlich ganz viele Samen. Ich bin ja etwas vorbildlicher. Kannst du den ganz linken vielleicht nochmal förferleisen? 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 Nein. Düngen. So. Und mir wird wieder warm. Aber hey, die Health steigen, das Mind steigt. Nur der Bauch wird leerer. Was machst du denn da? Ja, ich kann die Erde nicht verleisen, wenn das Zeug drin ist. Nicht an. Okay. Ja. Ja, gute Arbeit. Einmal reicht, denke ich. Verzeihung. Rastet hier voll aus. Echt? Schauen Sie einfach die Samen da oben zu nehmen. Ja, es ist einfach, wenn man im Haus liegt, ne? Ach ja. Mach mal ein Feuer an. Ja, also im Dunkeln. Das ist nicht so gut munkeln. Na gut, ich werde dann auch bald raus müssen, scheinbar. Wenn ich meine letzten Meatboards esse und unterwegs halt gucken, was ich noch finde. Ich einfach meine endlich Küche wieder. Drauf. Sachen sehen. Da sind Samen, da sind Samen. Jetzt nicht mehr. Da sind wieder Samen, da sind Samen. Oh, Herrgott. Na gut hier. Ob ich es noch schaffe? So dunkel, wenn es dunkel ist. Hast du noch Meatballs? Ja, ne? Ja. Sehr gut. Nehme ich die. Für den kleinen Hunger zwischendurch. So. Ich mache mir direkt wieder ein Luxuit. Ach, ich bin voll. Oh, jetzt war noch warm. Ich habe ein Geschenk.
Nee, 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 nee. Bestimmt wieder eine Hose Und? oder sowas. Einfach nur, um mich zu ärgern. Gesicht. Oh. Ich glaube, das habe ich auch schon. Ist das so ein gelbes Hab oder ich ein das weißes schon? gewesen? Ah, nee, ah, ist jetzt gelb? Ja, genau, so gelb habe ich nämlich auch einen. Und das passt eigentlich ganz gut. Ich glaube, ich lasse mein Outfit jetzt mal so. Guck mal hier, da können wir hier so Twin-Style machen. Das ist meine Bluse viel hübscher ist als dein. Aber okay, deine Stilettos. Nur weil deine, ja genau, meine Handschuhe, Anni. Du bist die Biker-Handschuhe. Aber gut. Sowas wollte ich. Luxe-Jude. Muss ja auf alles vorbereitet sein hier. Ach. So, hier oben war ja noch irgendwie. Thermiston brauche ich ja auch nicht mehr. So. So, dann nehme ich mal alle kurz mit. Warte mal. Naja, hier. Warte. Adieu. Also echt. Tschüss. Warum habe ich jetzt die Samen bekommen? Weil du ein paar Samen bekommen wolltest. Ich habe dir auch nur die Hälfte gegeben. Ach so. Oh, schwesterlich geteilt. Ist ja Quasi. lieb. Brüderlich, ja. Männer in echten Röcken. Aber hallo, ey. Immerhin habe ich mich rasiert. Du weißt, Nur dass es für bald wieder dich. Winter wird. Ja, das stimmt. Ach, Bart stoppeln, die kitzeln nicht, die Komm, sind im doch Herbst, da kann angenehm. ich auch mal ohne Bart noch rum. Glatt wie ein Babypopo, sag Was ich finde dir. ich denn hier noch? Schönes Blumen brauche ich jetzt gerade echt nicht mehr. Falls du Hier. Beeren und so findest. Ja, die esse ich dann einfach. So, hier unten müssen direkt welche Ja, sein. dann. Naja, natürlich vertrocknet alles. Ach. Und hier war ich mal unten, glaube ich. Oder eins weiter. Oh, wir hatten die Falle aufgestellt. Da kann ja nichts drin Stimmt doch gar nicht. landen. Zustände sind das hier, ey. Zustände. Sag die Kann nur man den so. Kopf Stimmt gar nicht. schütteln. Oh, hier schläft Schweinchen. Hätte ich eigentlich noch ein bisschen was mitnehmen können an Sch Fleisch, angebratenes. Von dem guten Monstermeat. Dreifaches Spinnennetz, noch ein dreifaches Spinnennetz. Ja, ich gehe einfach weiter. Ja, im Sumpf waren auch zwei Dreifache. Es Noch reicht ein schon aus. dreifaches. Hier bestimmt auch noch. Ja, noch ein dreifaches. Also, wir haben ja schon mal irgendwann am Anfang gekämpft. Und auch gewonnen. Aber, ja. Ach, hier ist auch schon Ist Ende noch Gelände. ein anderes Leben. Irgendwann wird man die Karte voll aufgedeckt haben, dann hat man Langeweile und startet wieder ein neues Spiel. Oh ja. Ach, Ach. hier ist doch eine umgekippte Falle mit Verrotteten. Haben sie es doch nicht ausgestellt. Zumindest nicht ganz. Die Schweine mal schlafen, ist doch mitten am Tag. Müssen doch rumlaufen, sich beschweren über Sachen. Mit Spinnen kämpfen, die noch nicht Das draußen stimmt. sind. Und wieder Sachen sammeln. Oh, ja, so könnte Ach ich so, genau, wir sogar. müssen eigentlich. Ach nee, ha. Sachen finden, wo wir Gears herkriegen. Ja. Ja, Sind wir ja an quasi sich. dabei. Ja, also an sich, was habe ich da noch nicht aufgedeckt? Ah, siehst du, hinter dem Laubwald. Da Na, da kann bin ich ich lang. gerade. Ah, dann komme ich da auch mit. So, da fehlt mir jetzt gerade noch ein bisschen was in der Mitte, aber hoffentlich ist da in der Mitte was. Das wäre halt ganz schön. Ist ja meistens immer so, man geht außen ringsrum, damit man sieht, was hier alles so ist und dann findet Ja, man das genau. In Wichtigste der wieder Mitte ist nicht. dann das Wichtige. Ja, jetzt wird es eh wieder dunkel. Muss weg von den Spinnen halt. So, mal gucken. Bin ich gespannt. Oh, hier liegt zumindest Ham. Hier ist ein Baummann. Die hatten wir eigentlich auch ausgestellt. Das überrascht mich jetzt schon. Haben die Schweine ihn vielleicht erweckt? Na gut, habe ich was zum Abendbrot gefrühstückt. Das ist natürlich nicht schlecht. Darf ich nur keine Bäume fällen, aber ich habe ja noch ein bisschen. Das Na, immerhin. ist so verlockend hier in so einem richtig schönen Wald. Ey, hier ist noch ein Ja, ne? Baummann. Oh Gott. Ey. Kann natürlich sein, dass sie auch einfach so da sind.
War das nicht so, dass die da einfach random auch mal rumgegangen sind? Nein. Bin mir ziemlich sicher. Hier ist natürlich noch ein Wurmloch. Keine Ahnung, wo das wieder hinführt. Willst du natürlich auch nicht rausfinden. Okay, hier hinten habe ich dann wenigstens mal zwei Gebiete. Dann will ich als nächstes das, ja, das oben bei den Hasen mal noch komplett machen. Das habe ich nämlich auch noch nicht. Und dann mache ich mich jetzt auf den Weg zurück. Hoffentlich das Feuer nicht in der Nähe von den Baummännern machen, sonst rennen die ja durch und verbrennen oder so. Das will man ja auch nicht. Sehr unschön. Ah, guck mal, die Nacht ist ja kürzer geworden. Aber der Abend ist halt extra. Ja, ist ja nicht so schlimm. Nee, ein bisschen irgendwas sammeln zumindest. Pilze will ich nicht. Wobei könnte man halt auch gut verbraten. Aber ich will jetzt ja auch nicht kochen. Da waren wir schon. Ja, na dann, die paar Büsche gibt es jetzt auch nicht viel ab. La 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 la. La 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 la. La la. La 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 la. Okay. Ob ich noch nach Hause schaffe? Eigentlich locker, oder? Natürlich. Locker, lockig. Wenn jetzt... Ah, das hast du doch bestimmt alles schon abgekrabbelt hier unten. Ach, das sieht doch genau nach deiner Handschrift aus hier. Was? Was? Nein. Weiß nicht, wovon du redest. Hier immer irgendwo lang rennt, hier alles abgenutzt. Ja, warte, wo bist du jetzt? Beim Lager. Oder drunter. So. Ich bin im Haus. Bist du echt im Haus? Jupp. Was machst du denn da? Schlafen? Ich hatte mich noch nicht hingelegt, nachdem Nein! wir angegriffen wurden. Trottel, ist das doch nicht! Hast du gerade Monster Meat gegessen? Oh, ey. Hat's gut geschmeckt. Richtig ja. geil. Mindestens 10 Hairs verloren. Das freut mich. Nee, warte, 20! Sollte wenigstens was Schönes bei rauskommen. Hallo, koche, koche. Normal Meatballs, sehr schön. So, was für später. War ein bisschen warm. Ach ja. Feuerchen machen, damit es noch wärmer wird für dich. Na danke. Ja, toll, jetzt sollst du ewig, bis der kleine Baum wächst. Und wenn er dann gewachsen ist, dann... Ah. Ja, na, zumindest habe ich jetzt noch mal Zeug, kann ich noch ein paar Fallen bauen, wenn ich noch mal oben bin. Aber du hast ja auch gerade die Hasen abgeguckt, oder? Jep, aber kannst du gerne noch mal machen, direkt. Weil, ja, mal gucken. Ja. Ach, da unten ist sogar ein Feuer. Im Wald. Welchem? Na, da, wo du gerade warst. Ach so, ja, na, da habe ich doch schon mal gecampt. Na, ich glaube, dann geh ich auf jeden Fall da hin. Ich habe mich gerade, was das da für ein Haufen ist. Siehst du diesen etwas, naja, was ist das hier? Nordöstlich von dem Lagerfeuer ist so ein Stein und daneben ist noch irgendwas. Also, das ist so ein Stein, so ein Mineneingang und daneben links davon ist noch irgendwas Komisches. Naja, kannst du doch mal gucken, wenn du da bist. Ach, von dem Lagerfeuer meinst du? Ja, von dem Lagerfeuer aus. Da sehe ich nur. Ach, das. Ein Sack. Ein Sack? Ein Sack mit dem Schloss drum. Ach so, nee, das ist das von Klaus gewesen. Das habe ich auch schon eingesammelt. Aber das andere, ja, was dann neben dem... Ach so, vielleicht ist das dann der leere Sack. Ja, der leere Sack von Santa Claus. Beschwert die sich hier übelst? Hier sind noch zwei Bärenbüsche. Ein Tier übelst. Bestimmt jetzt erst nachgewachsen und die krabbelt sich. Ja. Und dann ist hier noch eine Möhre. Ach, komm an. Du bist eine Möhre, ja. Das, also, ja, die brauche ich nicht, das willst du doch. Die kannst du auch essen. Ich weiß. Brauche nicht, ich habe genug anderes gutes Zeug. Na gut. Dann gucke ich jetzt nochmal die Hasen ab. Also ich würde sagen, wir gehen los, vielleicht im Winter nochmal ordentlich dann Fleisch holen. Das auf jeden Fall. Dann lassen wir die noch ein bisschen brüten. Ja, die können sich noch schön weiter vermehren, sind ja noch nicht genug. Das Problem ist ja auch, so eine fette Horde immer anzugreifen, naja.
sowieso eins anhauen und ganz schnell wegrennen. Ja, du weißt, wie das wieder endet. Ganzer Tagesausflug wird das dann immer. Das stimmt allerdings. Oh, das ist ein... Nein, wir essen keine Waschbären. Nein, nein, nein. So. Die Vögel legen mir auch immer ihre Samen zu Füßen. Immer. Als der Sack genau da. Na, ich geh noch mal gucken. Nach dem Sack. Ja, da ist auch eine volle Falle. Ist kein Sack da. Ja, meinte ich ja. Also da hatte ich, also, glaube ich, diesen Goldnugget her dann. Ja, das kann sein. Ja, also ich vermute mal, also der ist jetzt auch von der Karte verschwunden. Ja, aber ich hatte eigentlich gedacht, also wie gesagt, vom Lagerfeuer noch auf der rechten Seite von dem Waldgebiet, da ist halt ein bisschen nordöstlich irgendwie so ein Eingang halt zu den Minen und daneben ist irgendwas anderes. Okay. Ah ja, Baumänner. Das ist ja schön. Dann gehe ich erstmal hier oben lang. Am Wasser lang, am Wasser lang. Bisschen was Stärkendes. Jetzt endlich mal was aufdecken hier noch. Deswegen ich hier eigentlich hergekommen bin. Oh, das mache ich jetzt auch. So, eh mal das Spannendste. Haben wir eigentlich noch Schweine da unten beim König? Die haben wir ja mal alle aus Versehen sterben lassen wegen dem Elch, aber... Besser die als wir. Ja. Ja, auch jeden kleinen Fleck mitnehmen. Ach genau, hier ist noch so ein Kopf. Ich weiß gerade nicht, wo ein Körper dazu ist. Waren die nicht oben, wo wir die Gears gefunden hatten? Puh, keine Ahnung. Die werden ja leider nicht markiert. Obwohl doch, da waren glaube ich zwei Stück, doch hast recht. Wie ist es auch nicht mehr genau? Keine Ahnung. Eine Schwäse, ja. Könnte auch auf einfach mal auf gut zu entdecken, wo auch springen. Und ganz viel riskieren will. Ja, wer weiß, vielleicht gibt es ja irgendwo auch noch Inseln, die dann halt nicht mit uns verbunden sind, aber. Ach so. Ja. Meinst du? Also gibt's sowas generell im Spiel? Generell, glaube ich, habe ich mal sowas gesehen, aber ich weiß nicht, ob das jetzt auch bei Together ist. Du kannst, glaube ich, auch so Inseln spielen. Ah, konnte man nicht auch irgendwie ein Boot bauen oder habe ich das falsch in Erinnerung? Na, das war dann dieses Shipwrecked. Das ist das, was man eigentlich nur bei sich selber machen kann in dem DLC halt. Ah, okay. Und da denke ich, kommt das bestimmt auch noch irgendwann als Erweiterung für Together raus. Die hauen noch alles bei Together rein. Aber ich finde es erstmal schön. Ja, ich finde es erstmal schön, dass sie jetzt nochmal ein schönes Update gemacht haben. Auch wenn sie noch keine Babytiere gefunden haben. Ja, Babyhounds. So süß. Hast du wenigstens ein Bild davon gesehen, wie die aussehen? Jetzt wollte ich mir dann die Überraschung verderben. Ja gut, das stimmt. Also ganz genau geguckt hatte ich jetzt nicht. Ich hatte nur mal die Updates bei Steam durchgelesen. Es war schon so sehr, ich muss wieder spielen. Verständlich. So, das Grasgebiet ist fertig. Nein, da hinten eine kleine Ecke. Hinten am Rand. Es ist fertig, es ist fertig, es ist fertig. Nee, es ist fertig. Einmal nicht an der Klippe langgelaufen. Oh, hier ist wohl Morsel. Oh. Oh, die haben rote Ärsche. Okay, ich halte mich mal ein bisschen fern von denen. Oh, wo ist es wieder soweit? Es ist Paarungszeit. Mein Gott. So, mal liegen. Ah, ich hoffe, da ist ein bisschen Gemüse gewachsen bei dir. Müsste eigentlich, ja. Ach, sind immer Bären. Ach, jetzt haben wir welche gefunden, ja, sehr schön. Wenn du hier einmal nicht lang gehst, um alles abzukrabbeln, finde ich auch mal was. Ah, sehr schön. Sogar Melone, aber die brauchen wir jetzt ja noch nicht. Nicht mehr, meinst du? Die hat man im Sommer gebraucht. Unseren geilen Melonenhut gemacht. Ja, es ist wieder so nass geworden. Was? Regnet's bei dir? Nee, den Melonenhut meine ich. Ach so. Einmal Fleisch reicht. Naja. Pumpkin und einmal Beeren. Könnte auch immer irgendwas mit Pumpkin raus, bestimmt. Ich lasse es mal lieber, ich kann immer Beeren. Ah, ich bin einfach zu vorsichtig.
Oh, juhu, eine Dreifachspinne. Sie wollen mich. Ach, wie gut, dass ich da jetzt schon fertig bin. Ja. Oh, ich brauche mal wieder Holz. Und meine. Ah, ich brauche noch Gold dafür. Brauche ich mehr als ein Gold. Jetzt die Ecke. Nicht sehr gut. Ach Gott, ey. Oh, hier ist Gold. Gold, 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 Gold. Mein Gott. Oh, ich habe keine Spitzhacke. Oh, ich will jetzt keine machen. Oh, nö. Na komm. Ist aus hier. Naja. Dann muss das halt so gekocht werden. Sollte mir ein Feuer machen, nicht wahr? Ja. Uhuhuhuhu. Nun, das war knapp. Nicht so knapp, aber doch recht knapp. So, jetzt die Frage, wo ich als nächstes hingehen werde. Der Sumpf, Anni. Der Sumpf. Ja, eigentlich ja. Ich könnte auch nochmal ein bisschen nach unten gehen, aber bisher hatte ich damit immer nicht so viel Glück gehabt. Deswegen fehlt mir nur noch eine kleine Ecke. Aber ja, der Sumpf. Bist du denn damit schon fertig gewesen? Yep. Bis auf die eine Stelle. Also der ist nicht groß, der ist wirklich klein. Das hört sich schon fast langweilig an. Vielleicht einfach da unter dem Bienengebiet erstmal das Grüne. Ja, stimmt. Aber oben haben wir halt noch nicht so viel. Da weiß ich halt nicht, ob da noch viel kommt oder eigentlich gar nicht so viel ist. Oben? Also ich bin oben einmal komplett. Das ist nur dieses Bienengebiet. Okay. Da ist nichts. Da ist nichts. Also das Bienen ist da ein bisschen. Du sitzt hinter dem Dings. Wie hinter dem Dings? Hinter der Wüste, meine ich. Genau, hinter der Wüste ist einfach nur noch Bienen. Also wirklich nur. Ja, es ist nicht so groß. Ich bin halt auch nur einmal drumherum gelaufen, um es aufgedeckt zu haben. Na gut, dann gehe ich erstmal in den Sumpf, der liegt. Oder nee, ich gehe nach unten. Also noch ganz, also direkt unter mir, weil da noch kleine Ecke ist, die da fehlt. Ja. Und ja. Also eigentlich freue ich mich also wieder ein bisschen auf den Winter, denn. Wieso? Weiß ich nicht. Ist schön. Kann man sich wieder Earmuffs machen? Ach, die könnte ich eigentlich gleich mal wieder machen. Und I'm ja. So hungry. Ja, das bist du. Da kommt wieder der olle Elch, da kann man wieder viel rumlaufen, entdecken. Oh, super. Biefe lostöten, ja. Ja, alles sowas. Spannende Aktivitäten halt. Unsere Lieblingshobbys. Gegen Sterben. Gegen Hunde kämpfen. Nochmal sterben. Stimmt, Hunde. Bestimmt bald wieder Zeit. Das hat sie so erwähnt, ne? Und dann denken sie auch so, was? Ihr habt uns gerufen. Und wir denken uns so, nein. Ja, nee, ansonsten würde ich dann vielleicht auch nach dem Winter mit der Karte hier wieder aufhören wollen. Ja, durchaus. Weil also wir haben ja wirklich schon wieder viel aufgedeckt. Ja, und zum einen. Eigentlich Spannung auch weg. Ja, na, vielleicht bringt das noch mal was, wenn wir das neu laden, dann, dass wir dann vor allem von den Updates mehr haben. Diese komische Höhle habe ich auch noch nicht verstanden. Da ist auch noch was übrig. Naja, gut. Ja. Was war das? Weiß ich nicht. Das war was. Warum flüstern wir jetzt? Ich weiß es nicht. Ich habe irgendwas Komisches gehört. Kann sein, dass hier schon wieder irgendetwas Komisches etwa? Da ist auf jeden Fall irgendwas. Wo bist du denn jetzt? Mach doch mal kurz eben deinen Kompass an oder so. So, gute Idee. Bei mir kommen komische Geräusche. Es könnte auch einfach nur. Da unten? That sound something big. Was, echt? Sagt er gerade. Also, ich hatte immer nur die Spinnen da unten gesehen. Ich sehe schon, wie sie rennt. Es bebt? Es bebt? Ja, dann renn weiter. Aber wo kommt das her? Ich will sehen, was es ist. Haha. Ah, der Dachs. Ach, der Dachs. Ach, schön. Dachs
das hier bei mir. Dann kommt jetzt wirklich zum Herbst denn erst. Das ist ja süß. Wie kann man da vielleicht nochmal hingehen? Dass du mir Gold hier hingehauen hast. Ja, dann müssen wir mal gucken, wenn dann wieder die Hunde kommen, dann müssen wir ja wohin rennen. Nach ganz unten, na toll. Dann sind wir tot. Der bewegt sich ja auch manchmal so ein bisschen. Ja, also er geht ein Stück nach oben. Ich glaube, Winter macht er dann halt Winterschlaf und liegt rum oder so. Stimmt. So, kann man einfach in der Nähe campen oder sowas. So, meinen Kompass kann ich wieder wegpacken. Ne? Ja. Gut. Hab dich ein bisschen rumrennen sehen, hat mir auch gereicht. War mir auch genug von dir. Ist okay. Ganzes Stückchen rennen hier. Oh, das sieht genauso aus wie das, was unten war, der Eingang. Oh nein, diese blöde Stagehand ist ja hier und beim Eingang. Achso, die... Ich renne mal. Der Tisch mit der Rose, ne? Ja, genau, und der verfolgt dann immer in der Nacht. War das nicht so? Also wenn es dunkel ist? Yep. Yep. Wenn dann Licht in der Hand hat, bleibt auch immer stehen. Verarscht einen so richtig. So, na dann haben wir das Waldgebiet hier unten auch. Schick. Schick, schick, dann können wir wieder gehen. Ganz unten muss ich rennen im Prinzip. Na gut, vielleicht schaffe ich ja noch ein Stückchen. Das Popo. Ach, ich lasse einfach liegen. Oh, nicht die gute Popo. Nee, Fledermaus, Fledermaus, Fledermaus. Die kennt sich hier gut aus. Kommen bestimmt gleich wieder die fetten Vögel auch noch. Genau, dann wenn ich hier lang renne. So ist das doch immer. Ja, immer doch. Aber langsam fällt mir der Gedanke, wieder ein neues Spiel zu eröffnen. Weil es so unspannend ist. Ja. Ja, irgendwie schon. Ja, es ist halt das Ding. Also man baut halt immer irgendwie schön alles auf und lebt dann sein Leben lang. Ist dann langweilig. Ja, aber einfach sterben will man ja auch nicht. Exakt. Ja, das Spannendste ist halt wirklich einfach loszulaufen und dann zu gucken. Dann festzustellen, dass es hier doch nichts gibt. Ganz genau. Na, ich bringe ein paar Pilze mit. Pilze? Ich könnte ja mal ein paar Steine sammeln, aber irgendwie bin ich zu faul, mich zu bücken. Ach, Bärenbusch, wenigstens ist das. Oder doch, nur ein paar Steine aufheben. Mann, 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 an hier. Diese Arbeitsmoral. Echt schockierend. Bist du ehrlich? Unten jetzt, da wo immer das Steingebiet war, wo ich mal am Anfang immer mal Stein geholt habe. Und okay. Das habe ich jetzt auch schon komplett. Dann werde ich jetzt ja dann zum nächsten Mal zum Sumpf hingehen. Ja, da komme ich wahrscheinlich dann auch hin. Beziehungsweise ich gehe halt nicht in den Sumpf, sondern in das Waldgebiet direkt drunter. Hm. Das Dunkle. Da war ich diesen Bärenbusch, den kann ich Chester geben. Und dann mache ich mir hier ein kleines Feuer, denke ich. Ach nein, nicht so. Ich bin erstmal daheim. Hierhin. Dann können wir noch ein bisschen was abholzen. Ja, nicht abholzen, sondern hier wegholen. So, wird erstmal fett gekocht hier. Ist auch nicht viel Spannendes wird. Wieso willst du dich in Fett kochen? Weil ich kann. So, das Ganze zum Kochen lasse ich mal noch. Ah, ich habe jetzt auch ein Geschenk bekommen. Kann ich leider noch nicht abholen. Oh. Choppi, choppi, chopp. Choppi, chopp, chopp. Nichts, das Holz wieder reinholen, was man gerade verbraucht hat. Oh. Wo ist meine Schippe? Ich bin... Nom, 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 nom. Curious, was ich hier als nächstes bekommen habe, hier von meinem Geschenk. So, hoffentlich eine hübsche Mütze. Mir fehlt echt nur noch das Waldgebiet unter dem Sumpf. Ansonsten habe ich gerade keine angefangenen Enden mehr. Oh.
Also haben wir bisher auch gar nichts weiter gefunden an Gears oder irgendwas. Naja, ist traurig. Yep. Ja, vor allem frage ich mich ja, wenn wir jetzt ein neues Spiel dann starten, ob wir unsere schönen Outfits mitnehmen können. Das. Also sobald man ja eine Frage. Wardrobe baut, kann man ja die Sachen halt wechseln, aber man die halt behält. Ich würde es echt gut finden, wenn man quasi eine Wardrobe baut und dann halt Zugriff auf alle seine Klamotten hat. Ja, genau. Also wäre natürlich noch besser, wenn man auch die Zugriffe hat auf die Sachen vom Partner oder so, aber naja. Ja, das stimmt. Die der halt nicht anzieht. Ja, genau. Dass man halt, dass die Klamotten quasi auf dem Server gespeichert werden. Obwohl, dann sind sie ja auch weg, wenn man sich ausloggt. Also, sobald man neuen. Naja, wäre aber okay. Naja, stimmt. Ja, ja, gut. Deswegen, wenn man halt eine neue Welt macht. Aber ja, bisher sieht es ja so aus, als wären die vielleicht wirklich nur auf dem Server gespeichert. Wir machen einen neuen und dann. Ja, weg. Adieu. Exakt. Jetzt bin ich, glaube ich, noch unter dem Sumpf. Nein, mal gucken. Ist jetzt nur. Jetzt nur einmal Beeren im Kühlschrank und drei Pilze. Okay. Also zur Not habe ich ja auf jeden Fall noch mehr Gemüse, Bärenzeug dabei, aber komm jetzt erstmal nicht wieder. Ich habe nur aus Höflichkeit noch was dagelassen. Darf ich mir wieder anhören? Die hat hier gekocht und er hat ja alles mitgenommen. Ja, hab ich. Fred, was ist denn Petrified Tree? Sieht so. Ist das Stein? Wie muss ich ihn. Ja, den muss ich wirklich meinen. Und dann kommen da Steine raus. Aus den Bäumen. Ist ja geil. Versteinerte Bäume. Also das kenne ich jetzt auch nicht. Das finde ich gerade echt cool. Das klingt sehr abgedreht. Könnte natürlich sein, wenn da irgendwie ein Meteorit oder so eingeschlagen ist. Ja, auf die ganzen Bäume? Aber es sieht aus wie so, als ob hier wirklich irgendwie eine Art. Als ob es halt wirklich so ein Umkreis ist von einem bestimmten Gebiet. Deswegen könnte ich. Obwohl, naja, auf der Karte ist einfach nur ein ganzes Stückchen. Na, an sich, da waren ja auch versteinerte Vögel. Dingens, falls du dich dran erinnerst. Versteinerte Vögel, versteinerte. Wolf oder was das war. Ein Bärschwein, meine ich. Ja, aber wer oder was war denn das mit dem Verstein? Gab's nicht. Gab's eine Medusa? Noch nicht. Oh, hier ist nochmal ein Steingebiet. Ich hatte auch schon gedacht, okay, ist vielleicht ein bisschen wenig an ein Steingebiet, aber irgendwie kommt hier jetzt immer mehr. Und noch mehr. Das ist jetzt im Sumpf, ne? Nee, darunter in dem. Steingebiet, erstmal in dem Waldgebiet und jetzt in dem Steingebiet. Okay. Ich versuche erstmal wieder immer ringsrum zu laufen, das Ganze hier zu erfassen. Aber ist ja riesig. Bin ich gespannt, ob ich dich finde, durch Zufall. Ewig. Es sei denn, sie rennt linksrum. Ich laufe linksrum. Oh da, mein da, Gott, oh mein da. Gott. Okay, also die. Versteinerten Bäume spawnen anscheinend random. Vielen Dank. Aber es sieht auch so aus, als ist halt irgendwie einfach nur eine fette Gruppe da hinten. Geht ein bisschen weiter. Naja. Okay. Schon wieder ein neues Type of Tree. Sehr schön. Ah, hier ist eine Statue ohne Kopf. Ja, kannst du einen Kopf mitnehmen, ne? Schleppt man sich halt auch nur mit tot. Also, würde ich wirklich, wirklich gerne mal irgendwann machen. Also muss dann halt einer aufpassen, der andere zieht das Ding die ganze Zeit durch die Gegend. Ach, die kämpfen hier gegen Sumpfmonster, die armen Schweine. Ach Gott. Hab ich mal helfen sollen? Ich glaube, ich gehe mal helfen. Ach nee, die kämpfen hier nicht richtig, die sind irgendwie zu blöd dafür. Ja. Aber ich meine, es ist nett, das Moshpit hier. Oh. Miet. Das kann ich das mit, bitte? Jetzt hat mein Beat abgegriffen. Sehr schön. Warum zum Henker prügeln die sich hier in einem Steingebiet? Ich verstehe es nicht. Warum nicht? Warum nicht? Also wenn du irgendwann mal Miet findest durch Zufall, dann naja. Fettes Battle da unten. Oh, hier ist noch ein Kopf. Ah, echt? Hast du das noch irgendwo? Wollen wir das mal machen jetzt so? Können wir machen. Okay, ist gerade die Frage, wo bist du? Zeig mal deinen Kompass. Oder? Eine Schwester mal holen. Ah, okay.
Ne, ich bin halt hier oben. Ah, okay. Oh, das ist ja richtig groß noch. Ja, ich gehe jetzt am Rand weiter lang. Du hast da das auch relativ am Rand gefunden? Ich gehe auch genau. Das ist quasi genau hier, wo ich stand. Willst du dann da in der Nähe bleiben, Ja, quasi? dann bleibe ich hier und mache erstmal Holz oder so. Ah, Ich sehr schlage hier schön. mein Lager auf. Okay, ja gut. Hier ist das Ende vom Steingebiet zumindest. Ich werde dann auch die Nacht durchrennen, denke ich. Oh, die Kopf ist wieder weg, ja. Ist ja peinlich. Wie er ihn immer hochhält, ne? So, oh, ich hab einen Kompass. Voll stolz. Ja, alleine wie seine Arme schwingt. Er sieht ja genauso aus wie den Smiley, den ich gemacht habe. Ja, genau warum? Schnörkel, Schnörkel, Arme. Schnörkel, Schnörkel, Arme. Ah, jetzt muss ich auch noch runterrennen. Ach, das ist doch ja ein Gebiet. Ja, gut. Dann ist das der einzige Zugang hierzu. Ach, hier ist sogar ein Weg. Gucken. Ja, und da ist der Weg auch schon wieder vorbei. Aber mit dem Weg könnte man halt nochmal folgen ins Innere von dem Steingebiet. Dann findet man vielleicht nochmal was Schönes. Ist die Frage, wo du warst. Achso, ne, ich im Prinzip, wenn du einfach nur außen rum gelaufen wärst oder einfach nur nach oben. Ja, das Problem ist, ich war im Steingebiet runter schon. Das ist, dann muss ich nochmal So, zurückkommen soll ich und mir naja. meinen Kompass ausrüsten? Ja, wenn nicht. Hab ihn. Ah, wirklich da. Gefühlt. Gut. Jetzt erstmal die Nacht zusammen verbringen. Oh, das wird romantisch. Oh, Oh, du siehst sehr aber hübsch aus, gut. Oh denn. ja, mit meinem Blumenkranz, ne? Naja. Geil. Ich will hier mal assistieren. Machst du dann ein Feuer gleich? So, ja, sofort. Ich doch hoffen. Direkt neben dem unheimlichen Kopf. Sind die Dinger hier noch? Wunderschön. Hm. Ein Schwein ist das da oben. Das hat gegen eine Spinne gekämpft. War echt süß. Okay, kann ich mal ein paar Sachen mal endlich braten hier? Ah, gute Idee. Füttern wir uns wieder gegenseitig hier. Ich hoffe nicht. Ist das schon immer blaue Marmelade geworden? Bären. Ich glaube schon. Cool. Und die Pein-Dinger, ob man die so essen sollte, besser? Naja. Einfach kochen, einfach essen. Muss ich gar nicht essen. Ich habe nur recht satt. Dann koche ich einfach nur die Möhren. Kochen wir einfach, kochen wir einfach. Hast du Gold zufällig dabei? Ja, Ich gebe dir brauchst du mein. Nee, welches? ich will dir nur mein eingeben. Danke. Immer muss ich alles tragen. So, wer lässt jetzt seinen Rucksack hier? Ja, ich mit Chester hier lassen. So, ja, musst du ja eh nochmal zurück. Alles klar, ich beschütze dich. Nun denn, folge mir. Oh Gott! Ich hoffe, es ist nicht weit. Oh Gott! Warte. Oh Gott, ist das... Oh, das sind Pferde direkt daneben. Pferde? Na, ist doch geil. Ja, so Medizinpferde halt, ne? Ah, okay, sehr schön. Vielleicht können wir ja das Marvel-Ding für uns kämpfen lassen, Oh sonst was. shit! Ja, wir gehen hier schön oben lang, ne? Ey! Schmeiß es weg! Nein! Ich hab gesagt, du sollst mich beschützen! Ich kämpfe doch nicht gegen Sumpf da. Vergiss es. Hilf doch einfach dem Schwein da unten. Ey! Ah, guck mal hier, die Schweine machen das schon. Ich mach das Lager Ah. schön. Nimm doch mal das Ding damit. Ja, ich mach ja schön. Da Komm. oben ist auch noch eins. Ja, ich weiß. Ich Oh, hier sind weiß. doch überall Schweine, die machen das doch. Was ist da ja? Warum sind hier so viele Sumpfmonster? Ich bin einfach übelst entspannt durchgelaufen bist. Ich so. Oh Ach ja. Gott, ey. Ist es so weit? Ja. Wir haben vielleicht, warte. Oh komm, wir haben noch nicht mal die Hälfte. Oh, fast die Hälfte. Ich Einfach vertraue das mal nächste Mal hoch. einfach nur den Schweinen. Ah, warte, ich hab noch Mist. Jetzt habe ich noch in meiner Tasche, in meinem Rucksack, habe ich noch zwei fette Schinken liegen lassen. Die hätte man eigentlich den Schweinen Das füttern ist können. schön. Das ist schön Hätten mal für dich. Bodyguards dabei gehabt. Ach Gott. Also, sobald wir in dem Strohgebiet sind, noch ein bisschen nach rechts, sondern dann. Oh, guck mal, Tiny Ones.
Echt, ey, voll haarlos. Oh, es sind so viele. Ja, vor allem nicht mehr rotärschig. Das ist immer wichtig. Na komm. Sei mal ein bisschen schneller hier. Zack, zack. Zack, 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 zack. Soll ich auf den Weg gehen? Ja. Guck mal, da oben links ist noch ein Toter mit einem Speer. Okay, dann nicht. Ich weiß. Da habe ich mir vorhin was geholt. Tatsache. Die rennt schon mal da weg hier ohne mich. Komm mir einfach nach. Hä, es wurden... Also auf Pant? Der wurden Pant? Pant? Was ist denn Pant? Du atmest schwer. Ansonsten schmeißt das mal hin und... Nein, ich schaff das schon. Du machst das gut. Bist du echt schneller? Du bist schneller, oder? Hoffen wir es, ne? Ein bisschen. So, hier. Ah, hier. Ach Gott, das ist doch gar nicht so weit, man. Habt ihr doch mal nicht so. Mal noch am Tag geschafft hier. An welchen denn soll ich es draufstecken, dieses hübsche Pferdeding? Geht nur die hier, glaube ich. Echt? Na, die ist rechts vielleicht noch? Rechts glaube ich nicht. Sieht eher aus wie eine normale... Dann... Säule. Ja. Geht nicht? Geht nicht. Langweilig. Kann ich irgendwie. Ernst. Kann man das einfach nur als Kaputon hier, aber. Yep. Aber. Nichts da, aber. Warte! Ich kann das mit dem. Ich kann das irgendwie perren, irgendwie, warte. Hä? Nochmal. I don't think that was quite right. Ach, das ist doch, guck mal, das ist doch so ein Rhinoceros-Ding. So ein Kopf davon. True, true. Na toll, also ich glaube, das ist vielleicht einfach nicht der richtige Kopf oder beziehungsweise die richtige Statue. A picture of a sculpture. Schade, ich hätte echt gern gewusst, was passiert. Vielleicht geht das auch gar nicht. Gehen wir zurück zu meinem Rucksack. Ja, und ich würde dann gern die Spinnendinger hier direkt kaputt machen. Und... Kann ich den Speer nicht mitnehmen? Nee, das ist das... Nee, dachte ich auch erst, aber nur... Ah, hier ist noch so ein Schwein-Dingsen. Hier sind so viele Eingänge zu mir. Ja, was? Na komm, ich bin direkt da, ich bin direkt da. Ich geleite sie. Ah, nicht ins Spinnending. Ich sollte dir am besten nicht voll. Oh. Fische und... Oh Gott, ich kann nichts mehr tragen. Aha. Gut, dass das ich nicht ganz so hier... Das ist auch noch... Da müsste ich jetzt nicht mitgenommen. Da, nimm den Scheiß. Meine Froschbeine. Ah, gönn dir. Wollen wir dann die Spinnen zerhauen und das ganze Marble-Zeug holen? Ja, aber erstmal oben in dem Gebiet übernachten, jetzt müssen wir uns nicht jetzt damit beschäftigen, denke ich, oder? Nee, also ja, am nächsten Tag halt. Beziehungsweise hier können wir auch jetzt töten, oder? Yep. Instant Kill. Ich hab keinen Platz. Hier ist noch einer. Hm. Und die denn hier? Von unten. Warte mal. Chester. Danke. Machen wir noch ein kleines Feuerchen oder so, dass ich vielleicht das Meat braten kann. Das Monster Meat habe ich auf jeden Fall. Das können wir ja den anderen geben. Ja. Achso, ja, dann können wir natürlich auch Schweine. Ja, meinst du, wir schaffen die zwei? Ja, nee, sollten wir Schweine holen, oder? Ja, eben. Dann können wir auch. Aber hier ist auch noch einmal Monster Meat. Ah! Au! Au! Einmal mit Profis arbeiten. Kein Wunder, dass ein Monster Meat ist. Das Schweine gehen, damit wir die morgen gleich holen können. Nee, es ist ja gleich dunkel. Ja, ich mach hier jetzt ein Feuer. Fütterst du hier die Schweinchen?
am nächsten Tag und dann gehen wir da erstmal schön Spinnen zerhacken. Die Spinnen zerhackenden Zerhasser. Nee, warte. Ja, ich höre sie schon. Guck mal, da sind sie. Rechts. Oh, wie süß. Oh, die schlafen. Die süß. Na. Ja. Oh Mann. Wir könnten sie jetzt angreifen. Ja, und dann noch die ganze Herde. Gute Idee, mach mal. Greif gleich die scheiß Spinne an, wenn die mich hier... Ach, jetzt wird's sehr. Gut. Ja, komm, scheiß Vieh. Kann ich auch noch braten. So. Den Fisch brate ich jetzt für mich, Mann. Hm. Ja gut, der Fisch. Nom 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 nom. Ach ja. Ich bin nicht gekommen. Hast du ein cooles Spike noch, ja? Oh ja. Ich glaube, die verschwende ich mal später für die Hunde. Ach Mist, mir fehlt ein Speer. Nein. So, mach mal. Mach mal Magic. Schweinemagic. Sekunde. Speer machen erstmal. Nein, Anni, schnell. Die kämpfen hier gegen die Spinnen schon. Und sterben. Ist nicht gut. Das soll für uns sterben. Ach, machen wir hier einfach mit, oder? Oh. Na gut. Bisschen Verstärkung hier. Oh ja. Ist doch gut hier, Mensch. Gute Arbeit. Mhm. Ich kümmere mich um das Ding hier. Sehr gut. Du suchst ja immer die stärksten Gegner aus. Ja. Sagen wir jetzt, ist das Gebiet schon mal kleiner? Dann hängen wir da nicht mehr drauf fest. Ey! Was ist mit wer? Da. Aufpassen, dass ich deine Schweine nicht treffe, ey. Nee, okay. Da oben liegt auch noch mal eins. Also, wie heißen die denn überhaupt? Hadrian. Well, kann ich ja nicht auseinanderhalten. Stehen alle auf einem Fleck hier. Na komm. Oder für die einfach auf die Biefe los schicken? Nicht. So, Spinnen töten. Ah! War es wirklich schon? Krass. War ja entspannt. Nimmst du die hier alle? Ja. Willst du mir deine noch? Genau. Jo. Dann ja hier. Na, dann hauen wir die halt runter. Jo. Nimm das Marvel mit. Können wir uns zur Not für zu Hause dann mal ein paar Marvel-Suits machen? Oh yeah. Jetzt bin ich hier mit drin. So. Hier ist noch so eine Schatztrolle. Green die Fierce, bitch. Die habe ich halt eben. Da habe ich eben auch schon eine gefunden. Die habe ich Chester gegeben. Ah, gib mal bitte her. Achso, die hast du Chester gegeben. Warte, da hast du. We need somewhere to make it. Ja, dann haben wir doch das hier im Prinzip. Und. Warte mal, hier steht ein Teil fehlt. Bei dem hier drüben. Ja, weil ich den Marvel abgemacht habe. Wenn ich jetzt Marvel dran rumfingere, dann wird das wieder was. So. Es ist hier auch, hier steht halt so, hier Repair kann ich im Prinzip machen, wenn ich die Statue im Hand halte. Dann fummelt der auch hier gleich rum. Oh. Oh. At least it's back in one piece now. Oh. Wie gut, dass wir ein paar Schweine dabei haben. Wir sind vorbereitet. Machen wir ein fettes Feuer erstmal, bisschen weiter links. Machst du? Ja. Wir können auch, ja, dann können wir zum bei den Beefalos gehen. Hier machen wir direkt hier links daneben. So, ich brauche noch
Den Kompass brauche ich nicht. Ich rüste mal das hier schon mal aus. Ich habe nur einen Speer. Ah, da sind sie schon. Ah, ouch. Ah, wie gut, dass hier alles brennt und die anderen alles machen dann. Aua, 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 aua. Wildes Chaos, wildes Chaos. Das Schwein frisst erstmal in Ruhe. Prioritäten. Ah, hier brennt alles. Jetzt sind wie viel los? Alter, ich verstecke mich hier dazwischen. Ah ja, dumme Bifelos. Tut mir ein bisschen leid. Oh nein. Was ist nein. denn? Ist das meiner? Das ist meiner. Na danke. Oh, oh. Oh nein. Bitte nicht meinen auch noch. Oh Gott. Weg da von meinem. Na danke. Das eine Schwein kämpft da oben tapfer. Nicht okay. Sowas. Aua. Nein, unser Futter. Mein Schwein. Es hat nicht mal irgendwas verloren. Doch, hat's, aber das hat der Hund direkt gegessen. Na, blöder Hund. Oh Mann, und mir geht's echt beschissen. Das ist ja unschön. So, war denn der Rucksack? Hast du Gräser? Ja, brauchst du einen Rucksack? Ja. Hast du die Frage, wo der ist, wa? Da. Bei Survival. Oh, danke. Kein Ding, kein Ding. Oh Mann, ey. Das kann ich echt zum Schiss dann geben. Ja toll, jetzt haben wir die Dinger hier. Was soll ich denn jetzt damit machen? Queen die Figur? Porn Figur? Jetzt zusammen. Ach, vielleicht können wir das auf den, dieses Pot-Ding, was wir haben. Dass wir da irgendwie das als Rezept vielleicht noch brauchen. Das ist ja genau mit dem Feuer hier. Ich eigentlich mal mit der Salbe. Und ja. Ich koche mal das Fleisch hier noch. Ich tue es jetzt einfach. Oh Mann. Mein Mind geht in den Keller. Ja, hat sich doch gelohnt hier, ne? Ein bisschen Marvel. Ja, total. Ach Gott, ey. Da liegt noch ein bisschen Fleisch bei den Ambifilos. Ja doch, jetzt wird immer noch. Ja, schön. Monster Meat. Geil. Ja gut, dann würde ich aber erstmal wieder nach Hause gehen wollen. Ja, auf jeden Fall. Hat sich ja gelohnt, mein Ausflug. Jetzt habe ich hier eine schöne Umrandung von dem ganzen Gebiet hier, aber konnte leider nicht dem Weg nach unten folgen. Naja, gut. Muss auch gleich mal gucken. Nee, stehst im Weg. Ja, dachte ich mir schon. Ich hätte dir fast alle meine Samen gegeben. Oh nein. Alle deine Samen. Ja. Das haben, ja. Na komm, das jetzt? Och, nö. Ja, gut. Bist du das? Ich habe 139. 162, du bist das. Mhm. I can't no, see again. Dein Bart ist viel hübscher als deine. Was? Ja, du hast recht. Dafür habe ich einen Blumenkranz, der schon halb gelb ist. Widerlich. Verzeihung. So. Boah, ich habe nicht ansatzweise was geschafft da unten, ey. Ich mach's mal nach Hause und ordentlich essen. Wahrscheinlich irgendwie einen anderen Plänen folgen. Ich brenne den jetzt mal eben, dann ist der weg. Oh, wo ist das hell? Oh ja. Ach Gott. Heimwärts. Ja, ist ja romantisch hier gewesen. Oh! Was denn? Ach nee, es ist nur das Pferd, was wir eh. Ja, schon gut. Du dachtest gerade so, Gears? Aber vielleicht könnte man das jetzt nochmal meinen. Ja, kann man auch. Das soll, ich ja. Du wolltest das nicht meinen, deswegen habe ich es nicht gemacht. Nö, ich wollte irgendwie, dass es schön aussieht, weil was sollen wir mit dem ganzen Marvel noch machen? Auf eine fette Marvel-Suite, dann kann man sich wieder nicht bewegen. So. Ach, da oben lang. Haha. Ich folge dir doch nicht. Ich bin doch nicht so naiv. Das ist auch besser so. Meine ganzen Vorräte hier wieder auffüllen. Alles, was verbrannt ist.
Oh, Anni, der arme Hase. Wildes Treu-Ju. Da ganz weit hinten ist unser Zuhause. Ja, froh sein, wenn ich heute noch ankomme. Jetzt habe ich natürlich meine ganzen leckeren Sachen nicht mehr dabei. Aber 12-mal Monster Meat. Na schön. Ja. Ich werde dann auf jeden Fall am nächsten Tag. Was denn, du möchtest das machen? Nach den Hasen gucken. Ich habe gerade einen getötet. Einfach so. Oh mein Gott, du Monster. Ach, sind Bären. Ja, das auch. Ja gut, dann sammle ich jetzt erstmal noch ein bisschen. Schadet ja nicht. Und dann kann ich auch gleich wieder einen fetten Pott machen. Hauptsache schon das Monster mich dann verkochen. Das ist auch immer richtig gut. Da hätte ich sogar die grünen Bären nehmen können. Ach, ich bin doch auch ein Dussel. Oh. Diese ganzen giftigen Bären. Ja, du. Ach Gott, ey. Naja. Ein gutes hatte das Ganze. Ich kann endlich wieder Zeug sammeln. Feuer alles voll. Ach, wie gut. Der Baum ist ein bisschen gewachsen. Oh. Ein Geschenk. Baum. Ein Geschenk kann ich dir jetzt packen. Aber der qualmt immer so, das Science-Ding. Naja, gut, gucken, was ich habe. Endlich deine geliebte. Ah, ein T-Shirt! Oh. Immerhin. Ich glaube, ich hatte schon eins. Bin ich sicher. Ja, ich habe jetzt ein weißes T-Shirt und ein graues T-Shirt, was ich anhabe. Oh, naja, ich hatte ja letztendlich auch schon Rock, was ich meinen bekommen habe. Oder nee, da ist ein Lesezeichen bei dem grauen T-Shirt. Vielleicht ist es ja doch deins. Nein. Glaube ich nicht. Ich glaube, das ist das, was du anhast. Ich habe meine Bluse an. Ach so. Da, da, da. Das ist dann interessant. Vielleicht ist das, was wir doppelt haben. Also was, oder was wir bei Jackson. Egal. Ja, ich auch nicht. Also. Who cares? Über so ein Lesezeichen habe ich bei meinem einen Rock gesucht, den ich bekommen hatte. Ja, vielleicht das Neueste dann einfach. Vielleicht hatte ich mich gerade den dann bekommen. Das T-Shirt kann auch sein. So. Ah, erstmal Zeug wegbringen. So, Zähne. Wie schön. Kacke. Ja, das ist wohl wahr. Ich brauche mal so lange da unten. Spaß. Hast du noch irgendwas, was ich mit verkochen kann? Ja. Gib einfach alles her. Ehren. Gut. Dann gib mir was zu essen. Oh nein! Das war's. Okay. Dankeschön. Im Kühlschrank ist auch noch was. Oh, perfekt. Da esse ich was und dann gehe ich schlafen und dann esse ich noch was. Schön aus Monster Meat. Das weiß sie zum Glück nicht. Oh, ah, hier sind da auch noch. Vergiftet. Ich muss auch mal was essen, fällt mir ein. Ja. Solltest du tun, ja. Der Kühlschrank quasi wieder leer. Oh, schön. Dann gehe ich mal kurz. Bin gleich wieder da. Ja. Au. Mit Kopf gestoßen bestimmt noch. So, dann haben wir ja noch ordentlich zu kochen hier. Reicht genau noch für 2 Portionen. Hat sich wirklich nett der Ausflug. Also ich würde gerne nochmal in das Steingebiet gehen. Da muss noch irgendwas sein, schätze ich. Oh.
Müssen wir hier jetzt die ganze Nacht durchgucken, kochen dürfen? Mein Mind verkrüppelt. Naja, muss ich mal was dagegen tun, ne? So, eklige, giftige Beeren, ekliges, giftiges Fleisch. Das wird lecker. Das ist schon portionieren hier. Okay, dann kann ich noch auspacken. Das ist auch ganz gut. Ach genau, das wollte ich mal ausprobieren gleich. Das kommen wir auch mal her. Packen wir auch mal endlich aus. Blöden Hammer hier immer, ne? Den pflanzen wir hier ganz naiv mal. Bisschen Hübschigkeit. So, der ist auch wieder hübsch. Bretter kommen hier rein. Hellsalbe. Noch ein blöder Hammer. Alles muss ich immer selber kümmern. Ach ja, was habe ich verpasst? Nichts. Nö. Sehr gut. Wie immer. Ich sterbe, weil mir warm ist. Ach, hier ist mein Speer. Ich habe schon gefragt, wo der andere hin ist. Dann packe ich das Lucky-Ding auch mal in den Keller. Mhm. Oh, mein Hammer. Ja. Ich nehme mich wieder. Vielleicht hast du das auch. Kannst gerne nehmen. Habe ich kein Problem damit. Nee. Jetzt will ich nicht mehr. Was will ich noch warm? Eigentlich noch sonst Problem. Ah, naja, ist zu spät. Ah, koche ich denn noch was? Müsste noch mal ein bisschen was zu essen holen dann. Der Fuck. Hä? Mir wird nicht wieder kalt. Ich kann im Prinzip gleich wieder ins Haus gehen. Mir wird nicht kalt. Warum wird mir nicht kalt? Immer deine Mütze da ab. Ist er daran liegt? Nö, eigentlich nicht. Geh mich noch rasieren? Aber geh mal zur Not einfach aufs Gras und nicht auf den Boden. Ich ja! Bin doch aber schon hier an dem Feuer. Ich kann diese Dinger-Rezept, die wir gefunden haben, dem Potters Wheel geben. Oh, okay. Aber was mache ich jetzt? You can make stone sculptures with this. Ist ein Stein noch daneben? Gift? Not even science could make that into a sculpture. Also vielleicht doch Marvel? Also falls ich gleich sterbe. Ja, ja. Ich bin schon wieder bei 28, 27, 26. Ich check's nicht. Ah! Ich hab alles verpackt. Hä? Ich versteh's nicht. Nee. Jetzt das Blöde ist natürlich, ich habe jetzt erst die Dinger reingelegt und dann das Marvel drauf gemacht. Oh, da ist jemand tot. Übelst verbuggt, sag ich nur. Tja, brauche ich noch irgendwie ein Werkzeug dafür, ist jetzt die Frage. Machst du einen Strich? Natürlich. Oh, du hast deine 5 voll. Oh, shit. Naja, wie steht's jetzt eigentlich? Na, wie gesagt, du hast 5. Ich hab, meine Striche ganz schön blöd gemacht. Warte, ich muss kurz zählen. Ja, 11. Naja, siehst du. Ich führe. Ja, aber was mache ich denn jetzt mit dem Ding? Tja, das, kann ich dir nicht sagen. Geben. Toll, ich hab auch gerade meine Rezepte hingegeben. Ach nee, hier unten ist Sculptures. Ach Mensch. Oh. A sculpture for a starving artist. Carved Cornupia. Pipe Carving. Porn Figure. Hier ist eine Queen Statue. Dann mache ich die jetzt einfach. Ja, du kannst die irgendwo an die Mauer machen oder so. Alter. Das ist gut. Du machst das wirklich fantastisch. Go, go, go for it. Ich stelle sie einfach hier neben die Lampe hin, wenn das okay ist. Ja. Ach. Fantastisch. Looks familiar. Erinnert mich an mich. So, ich würde Blumen sammeln gehen und noch was wir zum Kochen benutzen können. Also, den Marvel lasse ich mit direkt hier. Ja, ich gehe jetzt auch gerade zu den Hasen. Okay, dann geh du zu den Hasen. Ich bleib dann hier eher in den unteren Bereichen dann.
Wofür das? Ach, Äpfelbäume sind auch schon wieder am Nachwachsen hier. Und Eis kommt langsam. Oh, wir haben es immer noch nichts für eine Maschine gebaut. Yep. Das ist einfach traurig. Naja, und wenn in dem Waldgebiet nichts ist, du hast es auch nur umrandet, ne? Das unter dem Sumpf. Ja, da ist nochmal ein Steingebiet und da wollte ich eigentlich gerne nochmal reingehen. Aber du bist halt nur drumherum um alles, oder? Genau. Ja, also nicht wenn mal da nichts komplett. Drin ist, dann ist nichts. Nicht mal komplett drumherum. Das ist das nächste. Ja, das ist bitter. Da oben war jetzt zum Beispiel noch so ein Schweinskopf, den hätte ich ja gerne mitgenommen, aber ja. Ich hatte keinen Hammer. Nein. Okay, hier sind einfach umgekippte Pfeile und dann liegt da Moos. Auch ganz nett. Normalerweise liegt dann da ja verrottetes. Wetscoop. Geil, das kann man auch mit in Portauen, habe ich gehört. Echt? Ich glaube schon, ja klar. Nicht. Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, die haben das dann einfach immer so gegessen. Wir auch richtig widerlich sind einfach. Ich weiß noch nicht, ob das einfach so wie Erbrochenes ist von denen oder so. Da bin ich mir auch nicht sicher. Was willst du denn? Luna? Kommst schon deine Katzen an, oder was? Ja, nee, ich bin da eben auf Klo. Und dann habe ich schon durch die Tür, durch den Türspalt zum Wohnzimmer. Eine sitzen sie. Ich dachte mir so, nein! Nein! Geh weg! Ah, ich habe auch schon was Schönes, Warmes, Kuscheliges am Bein gehabt. Sitzt halt einfach nur neben mir und starrt mich an. So. Hier ist vielleicht noch was mit etwas Kühl. Ja, eine Feinde bist du. Ach, sehe das bloß nicht, die werden nur eingebildet davon. Aber sie weiß es, sie weiß es. Sie ist schon eingebildet. Oh. Beide. Oh, Anna Flora ist noch schlimmer. Jetzt Prinzessin, ey. Ich fördere das ja auch noch. Ich geb's zu. Ja, alle Katzen sind Prinzessinnen. Ja, warte, Königin gibt es auch unter ihnen. Die sind noch schlimmer. Also wenn es eine Königin gibt, dann ist das Flora. Ja, du bist das Alpha-Tier, aber du bist nicht die Königin, Luna. Das ist ein Unterschied. So, hier oben ist noch was, wenn du das nicht mitgehen hast lassen, aber doch bestimmt, ja. Alles. Ah ja, oh nein, Pineapples. Habe ich die etwa übersehen? Warte, ich lass nach. Ich werde alt. Ja. Einfach enttäuschend. Aber echt. Auf seine Krabbelkünste kann man sich nicht mehr verlassen. Ich meine, ich werde besser, indem ich dir auch was übrig lasse. Schon mal so gesehen. Ja, das ist stimmt. Hm. Ich habe es gar nicht betrachtet. Ich weiß nicht, ob ich mich heute Nacht wieder ins Haus legen will. Obwohl, nee, lohnt sich jetzt eh nicht mehr. Oder? Das Essen, was ich eingesammelt habe, ist auch schon fast schlecht. Warum machst du denn so was? Ich weiß auch nicht. Ja, ich werde die Nacht noch durchkochen. Wenn du dann noch irgendwas hast, kannst du es gerne daneben erstmal legen. Oh, ja. Ich leg's in den Kühlschrank. Ist was. Und dann gehe ich schlafen. Gute Nacht. Ja. Oh, ich habe keinen. Du machst ein Feuer, oder? Ja. Ich nehme mal deinen. Ach nee, kann ich den eigentlich da das Dings werfen? Doch, das geht doch. Ach nee, geht nicht. Schade. Kann man nicht als Fuel verwenden. So, wieder Zeit fürs Kochen. Yay. Oh Gott, ist ja schon richtig schlecht, was du hier alles mitgebracht hast. Ja, ich weiß. Muss man sich ja echt anhalten. Wollen wir noch den nächsten Tag machen und dann... Ja, denke ich auch. Also vielleicht dann fürs nächste Mal werden wir dann vielleicht, ein neues Spiel starten, denke ich. Ja, denke ich auch. Oh. Gott, da geht es wieder von vorne los. Oh, ja, sorry. Hihihihi. Gut machst du das. Go for it. Ich kann Ruhe kochen hier, ne? Wie gesagt, du machst das fantastisch. Also, niemand bekämpft die Schattenhände besser als du. danke. So, Wetgoop. Sie einfach so, hat gar nichts gebracht. Okay, gut.
Ach, ist das alles widerlich. Gut, nee, ich gehe raus, bevor ich hier wieder diesen endlos Hitzeback habe. Nicht so Bock drauf. Das geht jetzt noch weg. Perfekt. Sehr gut. Ich muss aber jetzt noch im Kühlschrank noch einmal Morsel. Das Warum wäre hast du die cool. Spoiled Girlande mit Ich hierher dachte, genommen? man kann das noch verbrennen. Nee. Kann man nicht. War Und die ganz. verfault nicht mal, die verschwindet einfach. Ist Ja. einfach super unpraktisch. Ah, da könnte man noch was dran ändern, finde ich aber auch. Auf So. jeden Fall. Katze, ich sehe genau, was du da machst. Nö, doch nicht hinschmeißen. Genius. So, was mache ich jetzt noch? Mehr Sachen für mich zum Kochen sammeln. Ja. Hihihi. Hohoho. Passt ja wohl genug. Ach, warte, einmal Beeren habe ich noch für dich. Ich fütter dich direkt. Das, Danke. eigentlich kann man da voll fies gegeneinander spielen, wie man einem die ganze Zeit Monster-Meats füttert. Es gibt ja auch einen PvP-Modus für die Leute, die sich hassen. Müsst ihr eigentlich mal Deswegen. Das ist ja eigentlich voll witzig. Sich die ganze Zeit gegenseitig das Camp anzünden. So. So Eis mitnehmen und das Feuer löschen. Mann, Mann. Mir auf Ideen. Was haben wir denn hier noch? Eins fehlt noch irgendein extra hier. Da habe ich zumindest das ganze Monster nicht verkocht. Äpfel gehen nicht. Oh, das kratzt im Hals. Habe einen Waschbär getötet. Ich bin ein schlechter Mensch. Nein. Bringt halt voll Fett Futter und so. Toll, der einen Busch, den gibt's ja nicht mehr. Der ist schätze ich mal mit verbrannt. Ach genau, hier liegt noch ein Kopf. Auch so schön. Kopf. Ach so, von der Statue. Ja, genau. Ist die Frage, ob ich ihn jetzt mitziehen auf meine Statue stelle, die ich gebaut habe. So, die armen Schweine haben natürlich auch kein nichts, was denen hier gehört. Nö. Neben dem Schweinekönig nicht so ein Zeug. König ist auch echt eklig. Ja, vor allem das Gutzeug sieht eher aus wie so ein nasser Baumstumpf oder so. Nee, das Pinke, meine ich. Ach, das. Ja. Diese Kaugummi oder irgend sowas. Ist auch nicht besser. Hallo. Hallo. Da können wir auch einfach durchgehen. Jetzt, wo es kaputt Ja. ist. Es ist überall kaputt. Ups, nein. So, Froschschenkel und fettes Fleisch. Geil. Machen wir jetzt noch eine Eis holen hier. Von dem fetten Fleisch braucht man aber immer zwei, richtig? Ja, ich glaube schon. Und auf jeden Fall, oder? Nur eins, aber auf jeden Fall überall nur Fleisch reinmachen. Ja, ne, dann mache ich das auch noch mit. Ja, letztendlich ist ja egal. Hau einfach rein. Das und KW. das und das und das und hier noch was. Tatütata. Okay, da ist das alles. Wie bei Minecraft, da bist du auch manchmal den ganzen Tag nur am irgendwie kochen oder so, zum Beispiel so Cheeseburger, das ist auch so ewig lange. Dann machst du so massig viel dein ganzes Inventar ist voll mit Cheeseburgern und Dann Burgern hast und du eine ganze Woche verbracht. ja. Ganz genau. Beziehungsweise, wenn ich ja mit Manu immer spiele, dann ist das so, er macht das dann immer und das ist so, ah, ist okay, dann gebe ich aber welche ab. Okay. Da kann ich natürlich nichts dagegen sagen. Ich bin gespannt, was jetzt rauskommt. Ich habe einmal Dings Beine mit reingetan. Schon richtig eklig. Oh, na toll, hat sich richtig gelohnt. Scheiß Beine waren zu überwältigend. Schlaf schön. Danke. Ganz ungeschützt. Auf meinem Schlafsack. Naja, Strohrohr. Toll, es ist noch eine ganze Nacht hier vor mir. Ich muss ein bisschen Holz holen, schätze ich. Tschüss. Ja, der Abend ist ja lang. Ja.
Ja, vor allem, was ist denn das mit den Dingern hier vor unserer Hütte? Den eingefallenen Boden. Achso, ne, ich glaube, das bleibt wirklich so. Oder halt, bis es regnet. Obwohl, nee, ist ja nicht nur gerissen, ist ja wirklich ein Stück eingefallen halt, richtig. Sag es einfach, kaputt. Eingefallen, zerstört, zernichtet. Na, vor allem, dass ich dann auch noch so gedamaged werde dadurch, als ob irgendwie von oben so unsichtbarer Fuß draufkommt, eher war das. Oh Gott. Was hat sich das angefühlt? Ganz neuer Horrorfilm hier. So Attack on Titan, unsichtbare Titans oder sowas. Die nur zwei Schritte machen. Ja. Und dann verschwinden. Nee, die springen einmal ordentlich, weißt du? Oh Gott. Aber sie sind doch nacheinander gekommen. Stimmt auch nicht. Trotzdem, die laufen halt immer so und dann springen die so. Gott. Was haben wir denn hier aufgebraucht? Diese gelben Vögel sind doch alle so krank aus, genauso wie der grüne. Ich muss mal einen Vogelkäfig bauen. Ist einfach, der ist unschlagbar, ah. Der grüne. Aber fürs nächste Mal unbedingt einen Vogelkäfig dann und. Oh ja. Ja. Ja, komm schon. Lustig wäre, wenn man mit dem Hammer da nochmal draufhauen könnte auf die Erde hier. Dann richtig fettes Loch. Ja. Toll, und dann? Die Augen. Ich weiß nicht. Tod und Verderben. Dicki, dicki, dick. So. Ordentlich noch für den Winter vollgestopft quasi. Holz. Das Lock. So, jetzt schnell wieder nach Hause. Das ist der gelbe, bekiffte Vogel, ey. Ist hier auch mal drin, ist alles gut. Ah, Feuer ist an und alles ist schön. Ich esse mein Baguette. Hier mein Bandwich. Ja, mein Bänder. Die Struktur an sich sieht schon geil aus. Ja, ich finde die auch cool, aber das waren halt, weiß ich, also. Also, du kannst ja mal zu dem Pot gehen. Wenn du daneben stehst, hast du ja ganz unten links jetzt Sculptures. Und du musst halt nur einmal so Marvel draufstellen, dann kannst du halt loslegen. Warte mal, ich kann nur hammern. Du musst dich unten links, siehst du da nicht die Rezepte? Wenn du daneben stehst, neben dem Sculpture-Ding? Nein. Sehe nur ich die? So da, oh Gott, sag doch in der Leiste. In der Leiste, unten links, tut mir leid. Sie sind ganz unten in der Leiste. Links, an der linken Leiste. Ich hab's doch jetzt. Ja. Ah, okay. Porn. Also kann man auf jeden Fall noch ein paar hübsche Sachen machen, denke ich, aber. Ohne Köpfe. Was ist denn ein Hornokopia? So ein Horn. Vielleicht kann man da durchrufen. Ich glaube, das hatten wir schon mal sowas gefunden und dann war es aber verlangweilig und standen halt nur rum. Ja, es speichert. Ich glaube, der Stream ist hier an der Stelle vorbei. Wir bedanken uns auf jeden Fall fürs Zusehen und vielleicht dann irgendwann mal wieder, weiß nicht, nächsten Sonntag hört sich gut an, wa? Vielleicht kommt dann noch mal ein bisschen. Nächsten Sonntag ist Ostersonntag. Ach, stimmt, da ist ja noch Ostern, Mensch. Exakt. Ach, sowas kenne ich nicht. Ach, okay. Ostermontag vielleicht. Ja. Ja, wenn ihr alle Ostermontag frei habt, dann passt es doch und ja. Ja. Dann vielleicht das nächste Mal auch einen neuen Spielstand machen, eine neue Karte erstellen und das wäre doch heute schon gut an. Ja. Genau. Also dann. Ja. Vielen Dank. Macht's gut. Ciao.